Herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Cities Skylines 2. Schon lange her, dass ich mich so auf ein Spiel gefreut habe, den Vorgänger extrem gerne gespielt. Und jetzt Cities Skylines 2, das wird toll, wir spielen ein neues Spiel. Wir nehmen hier mal, man kann hier eine Menge verschiedene Startpositionen auswählen. Wichtig ist, dass man ein bisschen das Thema dabei beachtet, europäisch, nordamerikanisch, obwohl man auch im Spiel die Häuser anpassen kann und die Gebiete. Aber ich finde mal das europäische Thema, was jetzt ja auch neu ist, ganz schön. Man sieht ja auch ein bisschen andere Informationen. Ne? Das Klima, es ist mehr Regen, es ist sonnig. Die Hemisphäre, wie viel Prozent ist bebaubar. Was gibt es für Fernbedienungen und was gibt es Fernverbindungen, nicht Bedienungen. Und was gibt es für Ressourcen? Ich finde das Flussdelta ganz schön, es hat von allem etwas. Das hat hier schön Berge, es hat einen Fluss, es hat dieses Flussdelta mit einer Ozeananbindung und da kann man auch auf diesen Inseln bauen. Insgesamt gefällt mir das sehr schön. Wir können unseren Stadtnamen hier auswählen. Ein paar zufällige: Südbrunnen, Merten, Brandwell, es soll nicht brennen. Wir nennen das hier Sankt Martinique. Das ist doch schön. Muss was, hat noch was Exotisches. Wir nehmen das Thema europäisch. Man sieht, man kann es nochmal einzeln auswählen, wenn man das anpassen möchte. Für die Karte. So ein Quatsch wie Linksverkehr machen wir nicht. Naturkatastrophen lassen wir an. Alles freischalten wollen wir in der Runde nicht. Ich werde eine ganze Weile City Skylines 2 spielen und ich werde auch viel zeigen und verschiedene Sachen ausprobieren. Vielleicht auch mal den Sandbox-Modus mit allem freischalten und unbegrenzten Vermögen. Aber hier wollen wir erstmal alles schön zeigen, wie sich das Spiel ganz normal spielt mit den neuen Funktionen, auch den Meilensteinen. Ich habe jetzt schon ein paar Stunden in City Skylines verbracht. Also es wird jetzt nicht der ganze Anfänger-Move. Aber ich bin auch kein Super-Profi. Ich kann solche Spiele schon sehr kompetent spielen. Allgemeinstrategiespiele oder auch solche Stadtplanerspiele. Stadtbau, guck. Reden kann ich nicht so gut. Stadtplaner und Stadtbau wollte ich gleichzeitig sagen. Es wird eine ganz interessante Mischung. Ich habe meistens echt ganz gute Städte, aber manchmal bricht auch das komplette Chaos aus. Vor allem bei bestimmten Straßenverbindungen oder mal so Kreuzungen, obwohl es ein bisschen einfacher geworden ist in City Skylines 2, kann man eine Menge Spaß haben. Willkommen bei City Skylines 2. Ich werde auch das Tutorial mal anlassen, dann seht ihr ein bisschen, was das ist. Und ein paar Tipps helfen auch mir nochmal, wenn man es mal sieht. Man kann hier die Stadt der Träume errichten, Herausforderungen machen. Man soll die Tutorials nutzen, um die ersten Schritte richtig zu machen. Dann bauen wir doch mal los. So, die Kamerasteuerung. Das ist jetzt alles nicht so schwer. Ne? WASD kann man die Kamera bewegen. Hier sind die Optionen. Ich kann das alles auch schön mit der Maus machen. Das ist alles auch nichts Neues. Ne? Das kennen wir auch schon aus den Vorgängern. Und ich kann auch zoomen. Ja. Ich habe hier schon eine Sache eingestellt, dass ich direkt pausiert starte, damit nicht schon die Zeit läuft, während ich hier noch so einen Quatsch probiere. Man sieht hier schon, wir haben eine Aufgabenliste, wo sie ein bisschen anführen vielleicht. Das kann man schon machen. Dann kriegt man so ein paar Sachen, die man vielleicht mal probieren sollte. Das ist nicht so verkehrt. Ne? So, hier haben wir jetzt hier, wie man eine Stadt baut. Und wir können uns erstmal umgucken, wo sind wir denn hier überhaupt gelandet. Ne? Wir können uns hier mal die Übersicht anschauen. Ja, wir haben hier ein schönes Flussdelta eben, wie man es hier sieht, mit Anbindung zum Meer. Wir haben hier durchaus ein paar Berggebiete. Wir haben diesen schönen Fluss in der Mitte. Ich baue auch gerne Städte am Fluss. Das sieht einfach schön aus. Und als Anbindung für unsere Stadt haben wir hier die Autobahn. Die A50 ist das anscheinend. Und dann haben wir hier die Schnellstraße 15, die in unsere Stadt führt, in die Obststraße, in die Pappelstraße. Und da können wir jetzt hier mal unsere Stadt starten. Hier haben wir noch einen anderen Zugang. Eine S10, die auch noch in unser Gebiet führt. Dieses Quadrat ist unser bebaubares Gebiet jetzt zum Anfang. Da können wir uns dann noch den Rest der Karte im Laufe des Spiels freischalten, was wir noch machen werden. Wir haben auch einen Stromzugang. Das ist auch relativ wichtig. Hier fliegt schon ein Flugzeug rum. Eine Eisenbahnlinie haben wir jetzt in unserer Stadt noch nicht. Ich gucke mich mal kurz noch ein bisschen um. Hier gibt es schon eine Brücke, okay, mit ein paar Kleinigkeiten. Was haben wir hier? Hier gucken wir gerade mal, wo die Eisenbahnlinie lang führt. Hier, das ist auch gar nicht so weit weg von unserer Stadt. Das heißt, wenn wir uns auch mal in die Richtung erweitern, haben wir da schon ein paar Möglichkeiten. So, Straßen sind die Kernelemente der Stadt.
ja, wenn man eine Straße errichtet, erscheint ein Zellenraster. Das kennt man alles schon, ne? Dass man sieht, wie drumherum die bebaubaren Gebiete sind, die Zonen. Da hat sich in der Hinsicht nicht viel geändert. Es gibt am Anfang natürlich unterschiedlich viele Städte, Straßen, die man hier bauen kann. Man sieht schon, das sind die Zonen, die jetzt schon freigeschaltet sind. Eine zweispurige Straße ist mal nicht so verkehrt am Anfang. Wir haben auch gleich einen richtigen Kreisel, haben wir nicht, mal einen Anfang davon. So, das hat weniger Kapazität. Man hätte hier verschiedene Optionen, um die Straßen zu machen. Das ist deutlich vielfältiger als in Cities Skylines 1. Das heißt, man kann schönere, organischere, aber auch manchmal einfach praktischere Wege und Straßen bauen, was sehr schön ist. Hier hat man wirklich die verschiedenen Optionen, die Modi. Man kann Straßen auch ersetzen, muss sie nicht abreißen und neu wieder hinsetzen, sondern kann die direkt überbauen. Sehr praktisch hier absenken und höher bauen, ne, wenn man irgendwelche Brücken, Unterführungen und Ähnliches machen möchte. Dafür ist das gedacht. Ja, hier sieht man auch den Höhenunterschied. Dann gibt es den Parallelmodus, der ist auch neu. Wenn ich zwei Straßen auf einem längeren Weg einfach ganz parallel führen möchte, mit allen Kurven drum und dran, kann ich das hier mitmachen. Hier kann man alle möglichen Sachen einrasten. Das ist ein bisschen, wie man es aus Malprogrammen und Grafikprogrammen kennt. Da geht das. So, jetzt bauen wir mal eine Straße. Wir können es mal ein bisschen überlegen. Ja, wir sind hier schon eigentlich ganz gut bedient für den Anfang. Ich würde dann vor allem erstmal so die Hauptverkehrsader weiterführen. Wir haben hier eine vierspurige Straße. Das ist das. Und die würde ich dann durchaus an der Stelle erstmal weiterführen. Dann kann man hier den Winkel einstellen, so ein bisschen einrasten lassen. Führen wir die mal ein bisschen weiter hier. So, dann sieht man auch, wie die Zonen da weitergehen. Man kann hier mit der Planierraupe wieder einfach Sachen entfernen, Straßen, Gebäude, was auch immer, was da nicht reinpasst. Jetzt, da wir auf Pause gestartet sind, haben wir auch noch keine Nachfrage. Das kommt dann gleich als nächstes. Ich sage hier mal, das bin ich so schnell. Fangen wir mal langsam an. Und da sieht man schon, es wohnt noch keiner da, aber schon Gewerbe und Industrie wird nachgefragt. Anscheinend noch keine Wohnzone. Ich mache wieder auf Pause, damit hier nicht so viel passiert und unser Geld weggeht. Und hier kann ich jetzt auswählen. Man sieht es direkt, welche Zonen wir bauen wollen. Dann fangen wir mal einfach mit der mit dem Wohngebiet an. Ja. Dann schaltet er automatisch um. Man hat hier Wohngebäude. Und auch die Anbindung mit den Straßen. Man sieht die Wohnspezialgebäude. Und man sieht auch, wie gut das für eine Wohnung geeignet ist, das Gebiet. Wo verschiedene Sachen eine Rolle spielen. Da können wir gleich ein bisschen drauf eingehen. Es gibt halt hier eben das Thema nordamerikanisch oder europäisch. Wir bleiben mal bei europäisch. Es gibt verschiedene Werkzeugmodi, dass ich halt einfach so ein ganzes Gebiet einfärbe. Dass ich selber so einen Rahmen mache, in dem was eingefärbt wird. Oder ich male das einzelne Felder an. Das kann ganz praktisch sein. Es gibt dann die ganzen Zonen in verschiedenen Dichten. Ja, auch dann die Gewerbe- und Industriegebiete in verschiedenen Dichten. Auch verschiedene Typen nachher. Mietwohnungen, Eigenheim und Office-Gebäude und so. Und jetzt werden wir mal Wohnungen zuweisen. Wir kommen jetzt hier an. Bevor ich das mache, eine Sache möchte ich noch vorneweg eben schauen bei den Informationen. Ach, das Tutorial ist alles noch gesperrt. Na, dann machen wir es einfach mal. Das Startgebiet ist jetzt schon fein. Dann baue ich mir hier mal einfach, wo die Straße reinkommt, einfach einen Block mit geringer Dichte. Lassen wir es mal wieder weiterlaufen. Das haben wir gemacht. Man kann Zonen mit rechter Maustaste auch wieder rückgängig machen. Wenn man das Gefühl hat, man hat das falsch definiert oder kann die neu übermalen, neu definieren. Das ist kein Problem, auch wenn Gebäude hier abbruchreif sind. Okay. So. Gewerbezonen, natürlich. Gewerbezonen bieten Raum für unterschiedliche Nutzungszwecke durch Unternehmen. Das ist natürlich auch wichtig, dass da auch sind Geschäfte, das können weiter verarbeitende Gebiete sein, das können Büros sein später und. Das ist natürlich auch wichtig. Man sieht auch schon, dass wir eine Nachfrage haben. Und dann bauen wir mal ein Gewerbegebäude mit geringer Dichte. Auch hier sieht man wieder, wie die Eignung ist. Man sieht, wie die Kunden sind. In der Stadt ist natürlich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel los. Wir bauen uns einfach mal hier direkt daneben ein kleines Gewerbegebiet, wo dann ein paar
Geschäfte zum Beispiel entstehen können. Und das haben wir jetzt gemacht. Sehr gut. So. Ups. Da sieht man schon. Wir können das hier mal pausieren. Das empfiehlt er auch gerade. Und man sieht schon, ja, unserer Stadt fehlen wichtige Sachen. Was wird hier schon gemeckert? Was haben wir denn nicht? Immer nur am Meckern, die Leute. Wir haben kein Wasser. Wir haben Abwasser in der Bude. Wir haben keinen Strom. Die Leute sind auch so ein bisschen meckrig immer. Dann können wir uns mal anschauen, wie das funktioniert. Also, die Simulation, das sagt uns noch gerade, dass man das machen kann. Simulationsgeschwindigkeit anpassen. Das Spiel möchte es der Reihe nach machen, Industriezone. Eigentlich, da ich noch nicht einfach Informationen habe, eigentlich würde ich ganz gerne sowas wie Windrichtung und Grundwasserreservoirs sehen, bevor ich die Industriezone mache. Ja, aber wir fangen mal an mit einer kleinen Industriezone, einfach damit das abgehakt ist sozusagen und das Tutorial weitergeht. Da kann man hier Industriezonen bauen, industrielle Produktion, Lagerhäuser etc. Soll ich jetzt mal eine bauen? Weißt du was, dann bauen wir einfach mal so ein kleines Industrieviertel hier. Ist eigentlich jetzt nicht so ideal, kann ich aber auch später wieder abreißen, wenn es mir nicht taugt. Ne? So. Man sieht ja die Zonennachfrage, Industrie ist vor allem gefragt, das haben wir verstanden. So, jetzt kommen wir mal zu den Strom, Wasser und Abwasser, was wir alles haben. Das hier in unserer Stadt. Da haben sie halt alles ein bisschen Probleme, wie man gerade sieht. Und Strom kann ich jetzt entweder eigene Gebäude bauen, eigene stromproduzierende Gebäude. Jetzt können wir hier mal direkt drauf gehen. Ja. Der Klassiker am Anfang, Stromquellen, gibt es halt eine ganze Menge verschiedene Gebäude, die am Anfang jetzt hier noch gelockt sind. Am Anfang ist ja das kleine Kohlekraftwerk freigeschaltet oder das Windkraftwerk. Können wir gleich mal über die Vor- und Nachteile sprechen. Oder man kann Strom importieren. Das sind am Anfang die drei Möglichkeiten, bevor man die anderen Sachen hier freigeschaltet hat. So, Strom importieren heißt, man kauft einfach Strom aus den umliegenden Gebieten. Wenn man hier so einen Anschluss schon hat, kauft das von anderen Städten ein. Und da muss ich halt eine Leitung hier rüberlegen. Das ist hier mal, ups, nein, bestätigen. Naja, Stromquelle. So, man sieht ja auch solche Stromverfügbarkeit. Ich habe keinen Strom in meiner Stadt. Stromhandel, wie viel importiere ich oder exportiere ich, wenn ich zu viel produziere. Und dann sieht man noch eine Menge andere Informationen. Das Spiel bietet eine Menge Informationen. Akkuladung gibt es auch. Also das konnte ich jetzt machen. Das kostet halt relativ viel Geld. Oder ich kann anfangen, mir halt was von anderen Sachen zu bauen hier. Wenn ich was importiere, brauche ich so ein Umspannwerk. Das hier. Damit der Strom konvertiert wird. Ne? Der Hochspannungsleitung ist jetzt nicht direkt zu verwenden. Wir können mal kurz schauen. Es gibt eine Windturbine. Und es gibt ein kleines Kohlekraftwerk. Das kleine Kohlekraftwerk, 20 Megawatt, stellt das her und kostet 70.000 Credits pro Monat. Das kostet 15.000 Credits pro Monat, also ungefähr ne, so ein Viertel, ein Fünftel und stellt auch ungefähr im gleichen Maße, also das Verhältnis ist einigermaßen gleich. Das Problem ist natürlich, dass nicht überall Wind weht und deswegen steht auch 0 bis 5 Megawatt. Das ist nicht überall geeignet. Da muss man ein bisschen gucken. Hier sehen wir jetzt schon mal ein bisschen, wo der Wind herkommt, was übrigens auch ganz hilfreich ist, um zu sehen, wo die Abgase aus dem Industriegebiet hingehen. Das sieht relativ groß aus, so ein Windkraftwerk. Ne? Die meckern die Leute auch immer, habe ich mal gehört. Das heißt, wir können uns das hier hinstellen. Das kostet am Anfang jetzt noch nicht so viel. Ich weiß gar nicht, wenn es Betriebskosten ist. Kohlekraftwerk hat auch noch Boden- und Luftverschmutzung, sieht man da. Jeweils Mittel. Und der Lärm ist Mittel. Das macht keine Verschmutzung. So. Der Bedarf, Verbrauch ist 0,6 Kilowatt. Da reicht uns erstmal ein so ein... So, einfach mal hinstellen. Windgeschwindigkeit zu gering. Oh, wir sehen, das ist nur 0,4 von 5 Megawatt. Vielleicht ist es doch nicht so gut. 0,6. Stadtgrenze überschritten. Ich kann auch gar nicht gucken, wie es da wäre. Aber hier sind die Pfeile ein bisschen anders. Hier wäre wahrscheinlich, wären die Voraussetzungen besser. Tja, also wir haben keine guten Voraussetzungen. Man könnte hier so ein bisschen abseits stellen, aber... Tja, vielleicht brauchen wir doch das Kohlekraftwerk. Oder wir importieren erstmal Strom. Das kostet 6.000 im Monat und man muss noch den Strom dann bezahlen.
Ich mache das trotzdem mal für den Anfang. Wisst ihr warum? Weil ich mir jetzt noch kein Kohlekraftwerk hinstellen möchte. Man kann die später zwar verschieben. So. Obwohl, das kostet auch 30.000. 100.000. 25.000. Das sind die Unterhaltskosten, die ich hier beachtet hatte. Ich fange trotzdem mit dem Umspannwerk erstmal an. Das machen wir jetzt dann doch mal. So, das kann man hier direkt dazwischen hinstellen zum Beispiel. Dann sieht man auch, wie die Leitungen da direkt reingeballert werden. Okay, das mache ich mal. So. Und jetzt muss ich noch, jetzt haben wir eine Hochspannungs-Starkstromleitung. Da können wir Umspannwerke und Kraftwerke miteinander verbinden. Oder halt das große, ja, das verstehen wir. Gibt es natürlich auch wieder Höhenunterschiede bei den Starkstromleitungen. Also könnte ich hier das praktisch irgendwo hinbauen, wenn ich das möchte. Anschluss mit Importstrom, das machen wir jetzt gerade. Ja. Betrachten das Umfeld Ihres Kartenstartfelds, finden Sie eine einstreffende Starkstromleitung, das haben wir gemacht. Und dann schließen wir den Importstrom ans Stromnetz an. So, das wollen wir machen. Mal kurz hier raus. Stromleitung nicht verbunden. Das Ende der Stromleitung ist nicht ans Netz verbunden. Richtig, das wollen wir jetzt ja auch machen. So, das heißt, jetzt hier, ja, ich will eigentlich die Stromleitung bauen. Das hat aber jetzt ein bisschen verpennt, dass mein Umspannwerk ja schon damit verbunden ist. Brauche ich ja eigentlich gar nicht. Das habe ich direkt da reingebaut. Ich einfach mal so gebaut, das hat er nicht geschnallt. Ich habe es extra so geschickt dazwischen gebaut, dass ich das nicht hätte machen müssen. Naja, egal. Jetzt können wir uns die Stromansicht anschauen. Die Infosicht zeigt eine Darstellung des Stromflusses der ganzen Stadt. Also auch innerhalb der Stadt muss man ein bisschen schauen. Eine Neuerung bei City Skyline 2 ist ja, dass Stromleitungen zusammen mit der Stadt gleich gebaut werden. Also mit den Straßen. Nicht mit allen Straßen, nicht mit den hier mit der Autobahn und den Highways. Aber mit normalen Straßen sind da die Stromleitungen gleich mit dabei. Also wenn es da mal Probleme gibt, muss man das schon mal ein bisschen redundant machen. Aber das ist jetzt noch nicht so wichtig. Man sieht die Leitungskapazität. Hier hinten, ne? Da sieht man das in Gelb. Und man kann Stromengpässe sehen, wo man dann vielleicht mal nochmal eine Alternative aufbauen sollte. Und dann kann man das natürlich, ne, bisschen steuern, den Stromfluss mit Starkstromleitungen, Umspannwerken. So, was wir jetzt machen wollen ist, wir haben von der Überlandleitung zu unserem Umspannwerk jetzt Strom von draußen bekommen. Und was wir machen wollen ist, unser kleines Umspannwerk hier, das ist ja diese Punkte, an die ich es anschließen kann, draufklicken, kann ich das nicht gleich unterirdisch verlegen, kostet mich das mehr. Kostet 24. Überirdisch kostet 14. Ja, aber wie sieht das aus? Ich will das unterirdisch verlegen. Ja, können wir uns gleich überlegen. Ich will unterirdisch jetzt eine Leitung hier rüberlegen zu meiner Stadt. Das heißt, ich muss nur mein Umspannwerk mit dem bestehenden Stromnetz verbinden. Zum Beispiel mit dem hier. So. Wir ziehen das erstmal hier rüber. Bis hier hin. Und dann müssen wir gucken, wie wir es gleich verbinden. Zack. Das ist noch ein bisschen niedriger, oder was ist da los? Jetzt verbinden wir es mal von hier. Aufgabenerinnerung. Ja, ja. Jetzt müsste ich etwas erinnert werden. So, jetzt kann ich es hier. Hier verbinde ich es automatisch. Unterirdisch auch. Zack. So, jetzt haben wir eine Stromleitung von unserem Umspannwerk in unsere neue Stadt. Und man sieht es schon. Man sieht es noch nicht, dass die Leute jetzt eigentlich damit zufrieden sein sollten. Wir machen die Pause aus. Das ist hier nicht richtig verbunden. Warum? Ich habe es falsch geklickt. Jetzt haben wir es. Okay. Na gut. So.
Was heißt, wir haben Strom in der Stadt, machen wieder Pause, sonst meckern die gleich wieder. Was fehlt als nächstes? Wasser. Jede Stadt braucht ein gutes Wassernetz, allerdings. So, dann gucken wir uns das Wassernetz mal an. Also, wir haben auch wieder hier mit den Straßen, haben wir schon ein grundlegendes Wassernetzwerk in unserer Stadt. Aber natürlich müssen wir irgendwie auch Wasser in die Stadt bekommen. Es reicht ja nicht, wenn der Wasserkreislauf in der Stadt ist. Und deswegen, eine Option sind zum Beispiel Grundwasserpumpen. Ich kann da mal gleich draufklicken, das ist eine Option. Eine Wasserpumpstation, da kann man zum Beispiel hier, ne? Wir haben ja offenes Wasser, können wir uns Wasser reinpumpen. Und es gibt auch Wassertürme noch, die kommen anscheinend später. Und hier kann ich mir aussuchen, welche ich davon benutze. Das hat alles Vor- und Nachteile, wir können ja mal kurz schauen. So, wenn es mal weggeht. Ups, ist jetzt genau davor. Es kostet 25.000, es kostet 40.000. Die Wassermenge hier 75.000 Kubikmeter. Und das hat 100.000 Kubikmeter. Das ist billiger, aber es geht halt nicht überall. Aber wir haben ja das Glück, dass es geht. Und deswegen wollen wir es auch mal nutzen. Das heißt, wir pumpen mal schön Wasser hier raus aus diesem Fluss hier. Mal so ein bisschen uns schön hier platzieren. Platzieren wir mal hier. So. Dann können wir uns auch mal anschauen. Ich schaue mir mal was gerne an, wenn ich jetzt gerade ein Spiel zum ersten Mal spiele, noch ganz am Anfang bin. Das sieht ja schick aus. Also hier hinstellen, hier wird das Wasser gepumpt, kommt dann hier rein. So. Und man muss die natürlich jetzt auch an unsere bestehende Infrastruktur gleich anbinden. Das machen wir gleich mal. So, jetzt war die, das ausgewählt, die Pumpstation. Die haben wir gebaut. Und jetzt müssen wir das natürlich noch eben anschließen. Das braucht eine Straßenanbindung. Und damit fangen wir mal an. So, wir können ja mal hier, wir gehen mal zurück zu den Straßen. Die Benachrichtigung, ja, danke. So, die Straße. Wir müssen schon ein bisschen überlegen, wie wir unsere Stadt ungefähr bauen wollen. Grobe Idee, dass wir in die Richtung uns da weiterentwickeln. Hier ist auch eine größere Straße, an die wir uns dann vielleicht verbinden wollen. Vielleicht hier so rüber. Das heißt, wir könnten auch schon mal gucken, wie so eine neue Kurvenstraße. Ne, kann man dann hier so. Da sieht man auch mal drumherum, wie dann die Zonen entstehen würden. Wir machen noch ein bisschen weiter. So. Und dann machen wir hier mal so eine Abbiegung mit einer kleineren Straße. Aufgabenänderung, ja. So. Bin ich hier bei der Arbeit oder was? Wir bauen das hier mal. Ich möchte das so. Ist hier schön. Direkt. Gucken, ob das jetzt gut geworden ist. Ja. Sieht ein bisschen krumpelig aus. Die Gebiete muss ich ja auch nicht unbedingt nutzen. Und dann kann ich das auch schön anschließen. Aber das sollte jetzt eigentlich hier zumindest straßentechnisch angeschlossen sein. Und da wir auch gleichzeitig die Wasserverbindung haben, sieht man schon, muss ich mich darum gar nicht mehr kümmern. Ist doch mal schön. So, jetzt müssen wir nur noch ums Abwasser kümmern. Weil wir brauchen nicht nur Wasser, wir müssen natürlich auch unser Wasser ableiten. Wenn Wasser nicht ordentlich verarbeitet wird, kann dies negative Auswirkungen auf die Stadt und ihre Bürger haben. Ja. Abwasserrohre sind in das Infrastrukturnetzwerk auch mit integriert. Das wissen wir alle schon, wir sind ja schlau, schlaue Leute sind, ne? So, wir bauen hier zum Beispiel, ne, es gibt dann auch Abwasseraufbereitungsanlage. Es kostet eine Menge Geld, wie man sieht. Würde uns mehr Geld kosten, als wir gerade haben. Das heißt, wir machen mal die unschöne Sache. Wir bauen uns so einen Abwasserabfluss. Können wir uns jetzt überlegen, wo wir den hinbauen. Die Sache ist die, man kann es natürlich später wieder entfernen. Aber worauf man am Anfang schon achten sollte, ist die Strömung vom Wasser. Das heißt, man sieht das hier schon. Das heißt, wenn ich die Abwasserleitung hierhin baue, dann wird schön das Abwasser an unserer Pumpstation vorbeigeleitet. Wäre jetzt nicht so geschickt, ne? Sag ich mal. Das heißt, wir leiten das erstmal hier schön ins offene Meer. Aus den Augen, aus den Sinn. So, das heißt, wir bauen die mal hier hin. Blub, 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 blub.
So, die brauchen für den Betrieb weder Strom noch Wasserzufuhr. Die funktionieren einfach, die brauchen nur ein Rohr, wohin das halt abgeleitet wird. Ein einzelnes Abwasserrohr. Ja, das, damit müssen wir es jetzt halt noch verbinden, ne, mit dem Abwasserrohr. Das heißt wieder wie vorhin. Ja, ich kann das hier wieder mal connecten. Was wir da schon bestehend haben. Guck mal an. Und müssen das halt mit unserem Straßennetzwerk verbinden. Wo ist dann relativ nah? Muss ja nicht so viel verbauen. So, hier. Also ist automatisch verbunden. Das sieht man schon. So, und dann ziehen wir das mal hier schön rüber zu unserer Abwasseranlage. Das ist übrigens, was sieht man häufig, dass es auch nicht so ganz klappt beim ersten Mal, dass ich es direkt anbinde, obwohl ich eigentlich diesen blauen Punkt hatte. Irgendwas mache ich immer noch falsch. Passiert mir ständig. Das ist jetzt kein Weltuntergang. Oh, so eine kleine Kurve irgendwie am Ende. Irgendwie habe ich da keinen Knick in der Optik. So, man kann sich das Tutorial zurücksetzen, wenn man möchte. Und jetzt können wir ganz normal spielen. Das ist nochmal ganz praktisch. Es gibt nochmal ein paar Tutorials, die einfach so aufpoppen. Wir führen natürlich diese Stadt fort. Die ist so super geworden. Ein Dienstleistungsgebäude hat keine Straßenanbindung. Ja, ja, immer der Reihe nach. Sollen wir mal gucken, welches da. Ist das nicht richtig angeschossen? Straße benötigt? What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, I say the question speaks for itself. Ja, labert der uns gerade vor. Das Radio ist tatsächlich teilweise ganz hilfreich. Da passieren manchmal ganz gute Sachen. Hier habe ich die verschiedenen Ebenen. Die Untergrundansicht kann man ein- und ausschalten. Ja, verschiedene, je nachdem, man hat die automatisch an, wenn ich solche jetzt gerade hier so ein, wenn ich jetzt gerade so ein Rohr baue oder so. Jetzt gerade auch die Pause. Ich weiß nicht, welches er meint, welches Dienstleistungsgebäude keine Straßenanbindung hat. Sehen wir vielleicht gleich, das leuchtet dann eigentlich nämlich auf. Weil das hat das. Wir machen mal kurz das weiter. Die meckern immer noch, dass sie Abwasserrückstau haben. Ah, okay, jetzt ist es weg. So, die ersten drei Zonen bauen sich da mal auf. Wir haben Strom, wir haben Wasser, wir haben Abwasser, wir haben alle drei Zonentypen. Das heißt, da geht es erstmal los. Das findet jetzt noch gar nicht so statt, dieses Chirpe. Meiner Erfahrung nach, das Radio ist ganz witzig und da sind auch echt hilfreiche Informationen. Das Chirpe ist, wo war das denn nochmal? Ist das... Chirp habe ich schon ausgemacht, okay. Aber das ist zu 90% Schwachsinn. Aber vielleicht ist es auch nur realistisch, wenn man an Twitter oder jetzt X denkt, da ist vielleicht 90% Schwachsinn noch sehr optimistisch. So, jetzt habe ich aber auch die meisten Ansichten schon mal freigeschaltet, noch nicht alle. Also man kann jetzt hier die verschiedenen Ansichten sehen, ne? Wie ist die Erschließung von den drei Zonen, die wir schon haben. Was haben wir denn noch? Unternehmensstabilität. Okay. Nee, Rentabilität. Aber rentabel ist auch stabil. Und daher passt das die Zufriedenheit, das Bürgervermögen, Wasserverschmutzung. Das wollte ich gucken. Ah, guck an. Also hier haben wir ein Grundwasserreservoir. Idealerweise baut man nicht direkt da drauf Industrie, weil das geht kaputt. Das will man auch nicht so. Lärmverschmutzung. Bodenverschmutzung, alles noch okay soweit. Luftverschmutzung. Und hier sieht man halt auch ganz gut die Windrichtung. An den eingefärbten Pfeilen sieht man ein bisschen die Windgeschwindigkeit. Das meine ich ja damit. Hier ist solche die Windgeschwindigkeit ein bisschen höher als hier. Aber allgemein ist es nicht so das ideale Gebiet für Windkraftwerke, wie es aussieht. So, ist ja nicht pausiert. Wir können es ein bisschen schneller laufen lassen. Mal für den Anfang. Das sind die ersten Häuser. Das sind unsere ersten Bürger in der Stadt. In der Oberstraße 27. Ist das jetzt nur gebaut und noch keiner eingezogen? Ich möchte es mal. Da ist Bescheid. Und da ist schon ein Reicher. Okay, schon die ersten reichen Leute in der Stadt, so wie man es möchte. Und, stopp. Das muss ich ja gleich anfangen. Das muss ich möchte mitbekommen. Ingrid Martin, das ist ein sympathischer Name, muss man auch mal sein. Zieht ein, ist Seniorin, ist schlecht ausgebildet. Naja, die ist aber auch schon, die ist ja Seniorin schon. Wohlhabend, aber die zieht bestimmt dann. Die ist in Rente, okay. So, ich möchte sehen, wie die jetzt einzieht. Wo zieht die ein? Steht hier im Moped ab. Sehr schön.
hat sich für ihren Lebensabend in St. Martinique entschieden. Eine gute Wahl, würde ich sagen. Zieht in die Oberstraße 39 ein. Diesen monumentalen, wichtigen, epischen Augenblick wollen wir festhalten. Und da ist sie, in ihrem neuen Zuhause. Das ist die Oberstraße 39. So, pausieren, wir gucken uns die Sache mal an. Familie Lorenz heißt das, obwohl die alleine da wohnt. Naja, Familie. Wohlhabend, solche Bürger haben wir gerne in der Stadt. Das ist die Ingrid Martin. Jetzt ist sie untätig. Das hat man sich aber im Ruhestand als Rentner auch verdient. Ja, man kann sich mal ein bisschen schauen. Sie hat hier einen schönen Garten mit so zwei Liegestühlen, eine Terrasse, ein bisschen Garten, da Holz. Mal gucken, wie sie sich macht. Das ist ja anders, so ein bisschen größer daneben. Wer ist das denn? Das ist der Eduard Harting. Der zieht die Oberstraße 33 ein. Also die Leute kommen. Okay, das ist doch schön. Die Leute hier schon direkt in meine Stadt strömen. Und sofort ist natürlich der Bedarf da. Ja? Die Leute wollen hier was. So, dann planen wir jetzt mal wirklich unsere Stadt. Wir werden erstmal eine Weile jetzt noch in diesem Quadranten bleiben. Das heißt, wir gucken uns nochmal an. Eben wichtig, der Wind kommt von der Seeseite hier. Das will ich nochmal kurz schauen. Man sieht, das Wasser geht hier lang. Hier sind zweimal Grundwasserreservoirs. Der Wind kommt von da. Das heißt, eigentlich wäre es geschickt, nicht direkt an Wasserindustrie zu bauen, weil das Wasser sonst verschmutzt wird. Vielleicht die Industrie hier gleich ein bisschen abzugrenzen. Hier ein Industriegebiet aufzumachen. Der Wind weht auch von der anderen Seite dann. Das heißt, wenn ich hier eins mache, weht das hier rüber. Und dass wir das gar nicht hier, vielleicht reißen wir es wieder ab. Und dann hier auch gerade am Wasser, finde ich, dass man sich da so ein bisschen ein Wohngebiet baut. Wasserlage ist auch immer schön. Das ist eigentlich ja verschenkt an ein Industriegebiet, finde ich. So machen wir das. Dann nutzen wir auch gleich hier. Das ist natürlich dann das Problem. Ich glaube, ich werde die Straße gleich mal austauschen. Weil hier muss sie gar nicht so zweispurig sein, weil sonst ist es so schwierig mit den... den Zugängen hier. Das heißt, ich könnte die eigentlich hier schauen, ob das gut funktioniert, wenn ich das hier abreiße ein bisschen. So, dann probieren wir das mal. Da fängt es schon gleich an mit dem Chaos bei mir. Gucken, wie gut das wird. So. So, dann können wir es vielleicht sogar so noch ein bisschen weiter hier. So. Das heißt, die Straße führen wir erstmal gerade hier rüber. Und dann können wir hier das Viertel ein bisschen abzweigen lassen, das Industriegebiet. Und dann haben wir hier auch Strom und so, das passt ja auch gleich ins Industriegebiet. Und dann können wir hier einen größeren Kreisverkehr, wo sich das abzweigt. Ich würde sagen, die Straße kommt dann hier so runter. Das heißt, wir bauen das mal so bis hier hin. Und dann hier einen Kreisverkehr. Und die Straße führen wir dann hier ran. Das müsste ja diese sein. Ups, ich habe noch die falsche Straße ausgewählt. Nee, so. Na, das ist ein anderer Straßentyp. Auch den Einbahnstraßentyp habe ich nicht aufgepasst. Das lernen wir gleich was. So. Einspurige Einbahnstraße. Das ist das, was es hier braucht. Das ist eine zweispurige Einbahnstraße, ne? Das müsste das sein. So, man kann die Fahrtrichtungen auch ändern später. Das ist alles ganz praktisch. Überbauen. Brauchen wir jetzt nicht, wenn wir es gleich richtig bauen. Eigentlich ist immer vom Startpunkt zum Endpunkt so ein bisschen. Machen wir es mal möglichst gerade, dass wir schön einen flüssigen Verkehr haben. Irgendwie ist es eine andere Art von Straße. Ich baue nur mal so zum Gucken. Ist ja auch anders, oder nicht? Verlackende Objekte. Weil die haben auch noch so einen Bürgersteig. Den braucht sie eigentlich gar nicht. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich diesen Straßentyp noch gar nicht freigeschaltet habe. Das heißt, er müsste hier so ein bisschen... ganz gerade da lang.
Und dann, na hier, hier mault er ein bisschen. Weiß ich nicht. So geht's. Ja. Es gefällt mir nicht, dass er da nochmal die Verbindung hat. Nicht, dass er Leute falsch abbiegen und Stress machen. Aber müssen wir später nochmal ein bisschen fixen. Da fängt schon an, was ich eben versprochen habe. Straßenbau ist manchmal ein bisschen meine Achillesferse. Das werdet ihr schon noch erleben. So, diese Startgebiete sind jetzt meist nicht so schön. Die schöneren Gebiete entstehen dann hier hinten. Hier haben wir eine größere Straße. Naja, so ist es halt. Die am Anfang in die Stadt einziehen, die haben wir dafür diesen Frühstarter-Bonus sozusagen, dass wir in der Stadt sind. Aber ist jetzt vielleicht nicht immer... Also machen wir es mal hier noch. Und hier. Und die Industrie bauen wir eher hier hinten auf. Ne? Das würde ich sagen. Ich trenne das ganz gerne ein bisschen. Nicht zu weit, dass sie nicht so weit reisen müssen, aber so ein bisschen. Das heißt... Können wir das mal hier so in dem Winkel hier runterführen. Und da entsteht dann so ein Industrieviertel. Mal gucken, ob das bis zum Meer geht. Das ist eigentlich immer verschenkter Real Estate. Und das ist jetzt hier mal so eine größere Straße, die so ein bisschen als Backbone. Und dann können da ein bisschen kleinere Straßen von abgehen. Dann keine Einbahnstraßen, sondern eine zweispurige Straße, die hier so ein bisschen davon abgeht. So, im 90-Grad-Winkel erstmal. Zack. Und hier können wir uns dann ein bisschen Industrieviertel gönnen. Ich finde bei der Zonenauswahl manchmal ist das ein bisschen arg hell. Das könnte ein bisschen entspannter sein. Oh, das ist jetzt hier gleich komplett. Ganz so krass wollte ich es nicht. Das baute mir da, wo ich noch gar nicht möchte. Wir färben mal diesen Bereich ein. Okay, ist ein bisschen, hügelig anscheinend. So, naja, dann baut mal hier eure Industrie erstmal auf. Weißt du was? Und die Industrie werden wir gleich wieder los. Tut mir leid. Finde jetzt nicht so gut. Und, stopp. Das machen wir gleich mal rückgängig. Ich will hier keine Industrie. So schön ist das nicht. Bismarckstraße. Ich habe früher in der Bismarckstraße gewohnt. Das ist ja nett. Da gab es kein... da gab es kein Pumpwerk. Ist das Schönes, am Pumpwerk zu wohnen? Ich weiß es nicht. Ja, hier wollen wir mal ein bisschen so eine komplexe Kurve oder komplett durchgehend. Ich mag das manchmal ganz gern. Wir können mal gucken, wie das aussieht, wenn ich hier gleich mal anfange. Und hier ein bisschen am Wasser entlang bauen. So, vielleicht... Hier so lang. Mal gleich mal. Und dann so einen Bogen. Und der Bogen ist irgendwie so ein bisschen unschön geworden. Der muss ein bisschen organischer aussehen. Dass wir hinten so einen kleinen... Wie wir es dann weiterführen, schauen wir dann mal. So würde ich mir das ungefähr vorstellen. Ja, können wir dann nachher noch weiterbauen. Das heißt, wir haben schon ein bisschen... So ein paar Möglichkeiten, wo Leute hier direkt am Wasser wohnen können. Das ist doch ganz nett. Würde ich sagen, oder? Wenn das so ein abschüssiges Gelände ist, dann werden die das, bauen die es manchmal so, erhöhen die das mal. Mal schauen, wie das aussieht, wenn ich das hier baue. Wenn ich so ein ganzes Gebiet einfärbe hier. Weil dann, glaube ich, wird das gleich so angehoben. Ja. Das finde ich manchmal nicht unbedingt so schön. Kann ein bisschen rumprobieren, wenn ich jetzt nur das einfärbe. Dann bauen die sich so. Wie ist denn, wenn ich nur so eine Zweierlinie mache? Ah, dann hat das so ein bisschen... Das ist auch okay, dann ist das ein bisschen abschüssig. Ich will eigentlich, dass die halt, die hier wohnen, ne, dass die Zugang zum Wasser haben. Und wenn du hier so eine Klippe hast, ist es manchmal ganz schön, wenn du vielleicht eine Terrasse da hast, zum Runtergucken. Aber das ist natürlich auch schön, wenn der Garten direkt hier ins Wasser geht, dann kann man nachher noch ein paar Sachen bauen.
landschaftsmäßig. Ja? Ich denke an meine Leute. Ich bin echt, das werdet ihr merken, ich bin echt ein lieber, ein toller Bürgermeister. Ich denke an meine Leute. Die haben es bei mir echt gut. Das werdet ihr noch sehen. So, erstmal erschießen wir das hier noch. Und vielleicht auch, ja, ruhig auch das, die beiden Wohngebiete noch. Wir haben auch ein bisschen Nachfrage. Wir haben jetzt noch wenig Geschäftsviertel. Die kann man auch ein bisschen hier hinten in der Nähe von Industrieviertel bauen. Manches geht ja auch, dass das zwischen den Wohngebieten im Industrieviertel ganz gut aufgehoben ist. Das ist auch nicht verkehrt. So, also wir müssen uns ein bisschen im Industrieviertel gucken. Können wir auch ein bisschen schauen, wie die Straßenverbindung ist. Ich versuche mal so eine Mischung zu bauen aus effizient, aber auch schon so ein bisschen, ne, dass wir hier was Organisches haben, wie sie es hier am Flussverlauf ergeben hat. Wir können noch ein paar kleine Straßen. Die würde ich sonst erstmal noch weiterführen vielleicht. Einfach in die Richtung. Da müssen jetzt ein paar Häuser weichen. Ist natürlich manchmal ungünstig, aber so ist es halt. Oh, ich wollte gerade bauen. Stopp. Das soll erstmal eine gerade Straße sein. 180 Grad. So. Jetzt haben wir dann noch an kleineren Straßen. Eine enge, zweispurige Straße ohne Bürgersteige. Eine Bürgersteige ist ein bisschen gemein, oder? Fußgängerstraße? Schotterstraße? Also Bürgersteige sind schon wichtig. Wir können es mal ausprobieren, wie das aussieht hier. So eine zweispurige Straße. Weil ich würde dann solche, so eine Verbindung hier durchführen manchmal ganz gerne. Wir können mal kurz pausieren, damit ich das bauen kann, ohne dass ich hier was abreißen muss. Ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Bei mir widerstrebt das immer. Ich mag das auch nicht, wenn man gleich das abreißt. Kann man das hier eigentlich so durchführen? Das finde ich mal ganz nett. Wir probieren das mal mit so einer komplexeren. Das heißt, wie sieht das aus, wenn ich jetzt hier... Ich baue es einfach mal so zum Gucken, wie es aussieht. So sieht das aus. Aber ohne Bürgersteig sind wir hier bei den Amis oder was? Ohne Bürgersteig, das finde ich unsympathisch. Auch wenn es mal ganz klein ist, aber das kann man vielleicht für andere Sachen nutzen. Das probieren wir mal anders. Es ging natürlich eine Einbahnstraße. Die sind ja auch schmaler. Und die haben ja trotzdem ein... Das machen wir mal. Dann kommen die von hier. Das mache ich jetzt mal. Genau, so machen wir das mal. Dann führe ich die erstmal so hier gerade durch. Und dann... Hier durch. Und dann... Geht die nämlich hier rüber. So. Jetzt wird hier ein Haus abgerissen, weil irgendwie durch die Straße das nicht hier gut benutzbar ist. Und dann kann ich auch gleich eigentlich das hier gleich anschließen. Das ist doch nicht so verkehrt. Das ist doch, aber es ist doch keine einspurig. Habe ich aus den zweispurig gebaut? Oder zieht das als einspurig? Das sind noch zwei Spuren. Ne, es zieht als... Einspurig, warum nicht so dick ist, hier die ein bisschen dünner gern gehabt. Bei der Landschaftsgärtnerei, das ist Terraforming. Hier, geh mal weg, Terraforming, ja, ja. Werkzeuge, Pinsel, Asphaltweg, Spazierwege, ja, da kann ich sowas machen. Vielleicht mache ich das nämlich doch nochmal anders. So. Okay, dann mache ich es doch anders. Dann kriege ich nämlich doch das hin, was ich wollte. Die Einbahnstraße gefällt mir nicht. Rums, 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 rums. Jetzt muss er vielleicht auch nicht sein Haus abreißen, obwohl zu spät ist, schon markiert. Zum Haus abreißen. Dann machen wir nämlich hier sowas. Eine Gasse. Das ist nämlich nicht so viel befahren. Das soll ich nur so ein bisschen das, erschließen. So. Dann geht es auch in beide Richtungen, was natürlich ganz praktisch ist. So. So, dann haben die auch Zugang hier zum Wasser. Da bauen wir vielleicht dann nachher noch so eine... So. Jetzt sind schon wieder Häuser abgerissen. Naja, ich kriege das schon hin. So. Das gefällt mir jetzt schon besser. Und da die keine Fußwege haben, und das finde ich furchtbar, Fußwege müssen sein. Ja, das ist nämlich hier. Wie kann ich hier jetzt bauen? Wie funktioniert denn das? Ah, da nicht direkt. Ach so, hier kann ich praktisch einen Fußweg... direkt daneben herführen. Okay, das finde ich nicht schlecht.
das muss man schon anders. Das ist ein bisschen nah dran da. Das ist ästhetisch noch nicht hundertprozentig gelungen. Ich habe hier schon ein bisschen zu nah gebaut. Sorry. Ich mach gleich mal weiter. Macht euch nicht keine Sorgen. So, gucken wir mal. Doch, ich kann bis hier hinbauen. Das sieht ein bisschen komisch aus. So. Na, stopp. So, mach ich die falsche. Ich habe das falsch ausgewählt. Das wollten wir doch. Okay. Jetzt schaffen wir es. So. Das wollten wir. Man kann nicht näher anfangen, ne? Oder man kann so ein bisschen hier schräg rüber. Dann hier gerade runter. Dann die Kurve bauen. Mal gucken, wenn ich die genau auf den Scheitelpunkt mache, dass ich die dann hier. Ne, ist ein bisschen zu weit. Ah, das ist gut genug. Gut genug. Dann reicht auch manchmal ein Fußweg auf einer Seite. Dann können die ja darüber gehen über die Straße. Dann bauen wir halt so einen Fußgängerüberweg. Ne? Aber verliert man den Fußgängerweg? Man verliert die Zone? Sehe ich das gerade richtig? Das ist ja brutal. Kann ich. Dann mache ich das anders, dann sollen die nicht da lang gehen, okay? Ah, herrlich, ich liebe es. Okay. Das ist ja verrückt. Warum? Dann kommen die nicht mehr an die Straße, weil sie nicht über den Fußgängerweg können oder was? Wer denkt sich an sowas aus? Das ist ja totaler Quatsch. Dann müssen die doch nicht neben der Straße gehen, das ist ja eigentlich auch mal ganz nett. Gucken. Zerstört das denn jetzt irgendwas? Einfach, wo sie lang gehen können. Dann machen wir das so. So. Das heißt, die haben da ein paar Möglichkeiten, da lang zu gehen. Bin nicht ganz sicher, wie Leute das machen, wenn sie zu Fuß aus ihrem Haus gehen wollen. Aber wir probieren halt noch ein bisschen. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen ein Gewerbeviertel. Das bauen wir mal hier vorne. Da ist eh ein bisschen ungemütlich. Lassen wir die Zeit wieder ein bisschen laufen. So, hier am Stadteingang. Da können dann auch mal so Lagerhallen und sowas entstehen. Und vielleicht auch in der Nähe zum Industrieviertel hier vorne. Hatte ich mir eigentlich überlegt. So, ja, wenn ich das ein bisschen. Ich mag das nicht, wenn das dann so treppenförmig ist. Und das Gebiet machen wir einfach noch so. Auch direkt machen können. So. Das heißt, da haben wir jetzt noch ein bisschen Platz, damit da Gewerbeflächen entstehen können. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen mehr von unserem. So, dann können wir hier ein bisschen das erschließen, was wir hier gebaut haben. Ich will, wie gesagt, nicht zu sehr am Meer, weil dann diese Klippen entstehen, die mir zum Teil gefallen, zum Teil aber auch nicht. Das heißt, wir machen mal. Also, das kann erstmal alles, dieses ganze Gebiet hier, das Innere alles. Ups, muss aufpassen, nicht zu weit. So. Das kann auf jeden Fall alles Wohngebiet werden. Das hier auch. So, das hier auch. Und die inneren Gebiete hier. So, und die hier, die erschließen wir mal so. Das heißt, vielleicht nochmal so eine 2x2-Reihe. Das glaube ich ganz gut. Die 3 auch so. Guck mal, kann auch so eine eine Reihe. Bringt das überhaupt was? Kann da jemand was bauen? Schauen wir mal. Wenn es nicht geht, müssen wir noch ein bisschen was ausweisen. Wir probieren so ein bisschen rum. So.
auch mal ein großer Spaß, finde ich, ein bisschen zu probieren und gucken, wie sich das entwickelt. Gründen, wie viele Leute haben wir eigentlich? 23 Einwohner ist jetzt noch nicht so viel, aber es wird ja auch gerade erst gebaut. Wir waren ja auch viel im Pausemodus. Also, aber hier, also ich finde, da kann man sich schon mal ein paar Grundstücke sichern. Ich glaube, das lohnt sich. Da hinten entsteht die Industrie. Wir importieren jetzt Strom. Wie viel kostet uns das denn pro Monat? Das ist natürlich eine interessante Frage. Also wir haben 1,1 Megawatt Verbrauch und importieren halt genauso viel, weil wir nichts Eigenes haben. Wir können ja mal kurz hier in die Finanzen gucken. Der ist, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Noch nicht, oder doch? Bürgervermögen ist was anderes. Das muss das freischalten noch. Ja, naja. Bürger haben je nach Lohn, Haushaltsmiete und anderen Ausgaben unterschiedliche Geldvermögenswerte. Diese Heatmap eignet sich dazu, eine allgemeine Vorstellung vom Vermögen ihrer Bürger zu erhalten und Gebiete hervorzuheben, in denen Bürger möglicherweise Schwierigkeiten haben. Senken Sie die Steuern und bauen Sie Sozialämter, um notleidenden Bürgern zu helfen. Ja, hoffentlich leidet ja noch keiner Not. Hier sieht man übrigens ein bisschen im Detail, was da gerade gefragt ist und warum die Nachfrage. Ja, verschiedene Zonentypen. Je mehr Leute in die Stadt ziehen und je besser Unternehmen sich entwickeln, desto mehr richtet sich die Nachfrage nach neuen Zonen auch nach deren Bedürfnisse. Man hat dann noch gerade mit der Industrie, man hat ganz viele Möglichkeiten. Man kann eher so eine Bürostadt bauen. Man kann eine Stadt bauen mit Schwerindustrie, mit Öl, mit Agrarwirtschaft und. Das gibt einige Möglichkeiten. Das ist ganz cool. Plus und Minus, wenn man sieht, bisschen, wie sich das auswirkt und warum vielleicht ein Typ gefragt ist oder warum auch nicht. Zum Beispiel hier, Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen ist da, deswegen wollen wir hinziehen, sie sind zufrieden, aber es gibt unbesetzte Gebäude. Heißt das, es gibt unbesetzte Gebäude, wo sie reinziehen wollen, oder es gibt unbesetzte Gebäude und das finden sie blöd, deswegen wollen sie nicht hin. Das schließt sich mir nicht ganz, naja. Stadtbestimmung. Man kann Vorschriften machen, das ist ganz praktisch. Das können wir uns auch gleich mal angucken, das ist jetzt noch gerade gelockt. So. Und man kann Bestimmungen jederzeit aktivieren und deaktivieren. So, Gewerbenachfrage. Es gibt keine lokale Nachfrage, es gibt keine Tankstellen, es gibt keine Arbeitskräfte, es gibt unbesetzte Gebäude. Das heißt wahrscheinlich, es gibt unbesetzte Gebäude und deswegen brauchen sie keine neuen, haben sie keine Nachfrage nach neuen. Aber es gibt hochqualifizierte Arbeitskräfte. Oh, hier ist es. Aber hier ist es gerade alles gut. Nur plus, 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 plus. So muss das sein. So. Ich lasse mir immer gerne ein bisschen Zeit. Ich genieße meine Stadt. Das heißt, das ist hier ein bisschen, ne? Ein bisschen so eine Klonsiedlung hier. Die sich hier baut. Mach das Radio mal ein bisschen lauter. Vielleicht gibt es gerade noch was Interessantes. Die Musik, man müsste die Sprache und die Musik getrennt einstellen können beim Radio. Das ist ein bisschen blöd. Kann man es mal erweitert vielleicht? Nein, kann man nicht. Okay. Movement finally, then savoring the vivacious anti-pasto movement. So, without further ado, let's raise the curtain and begin. Okay, da zieht noch ein bisschen Quatsch. Manchmal gibt es wirklich gute Informationen. Die Pop-Ups gibt es nicht mehr. Ich kann trotzdem noch reingucken übrigens über die Chirps. Ja, das meiste ist halt nur Schrott. Also wie in echt halt auch. Deswegen, die Pop-Ups will ich deswegen davon nicht. So, wir sollten immer noch mehr Leute in die Stadt ziehen. Wir können mal gucken, wie ich diesen Bogen hier anschließe. Die Bismarckstraße, wie gesagt, habe ich selber früher gewohnt. Ich habe in der Bismarckstraße 424 gewohnt. Wo ist denn die Bismarckstraße 424? Ja, die kommt noch. Schade, ich hätte vielleicht hier wohnen sollen. So, wir können vielleicht die Straße hier verbinden hinten. Was meint ihr dazu? Das sieht doch ganz gut aus. Nicht asymmetrisch, sondern diese hier. Die Leute hier können immerhin, die Idee ist, dass zumindest eigentlich alle, die an dieser Straße wohnen, über ihren Garten oder über andere Wege, über den Fußweg auch dahin kommen. Dass diese Straße halt nur dafür gedacht ist, mit dem Auto befahren zu werden, dass da keinen kleinen Fußweg zumindest gibt. Obwohl, man kann sich, doch, es gibt so einen kleinen Fußweg, das ist schon okay. Okay, man kann da trotzdem lang gehen. Also man kommt zumindest vom Zuhause irgendwo hin und hinten raus haben sie dann immer den richtigen Fußweg. Das finde ich eigentlich ganz okay. Das finde ich ganz nett.
kann ich ja nachher noch ein bisschen verschönern, vielleicht ein bisschen mit Stadtparkelementen und so. Wir haben jetzt noch Bedarf an Wohnungen. Das heißt, wir können eigentlich dieses ganze Gebiet, was ich manchmal ganz gerne mache, an hier. Das zeige ich gleich. Wir gönnen uns erstmal das alles hier noch als ob es darf hier von einer Sache nicht übermalen, die ich nicht ausweisen wollte als Wohngebiet. So, das hier. Alles als Wohngebiet. Mal mindestens das hier als Gewerbegebiet. Und das hier auch. So. Zwar nicht der Bedarf da, aber haben wir schon ein bisschen uns reserviert dafür. So. Ich werde das mal ein bisschen einzeln anmalen. Reicht so ein Viererblock noch, um da was zu bauen? Ein bisschen aus. Hier ist ein Dreiergebiet, was ganz gut funktioniert. Wir haben den ersten Meilenstein freigeschaltet. Kann ich euch mal kurz erklären, wie das mit dem Meilenstein funktioniert? Wie überhaupt das ganze Gebäude freischalten, wie der Fortschritt im Spiel funktioniert, nämlich anders als in Cities Skylines 1. Man kriegt einfach XP, Erfahrungspunkte beim Spielen. Und die kriegt man, indem man Gebäude baut, indem man Straßen baut, ja, einzigartige Gebäude, indem Leute in die Stadt ziehen, also die Bevölkerung wächst, indem die Leute zufrieden sind. Also einfach erfolgreiches Bauen schaltet diese Meilensteine frei. Und dann kriegt man immer Sachen. Man kriegt solche Geld, 600.000 Credits, eine Menge. Man kriegt einen so einen Fortschrittspunkt und man kriegt Punkte, um weitere von diesen Parzellen zu kaufen auf der großen Karte. Wir können uns das Fortschrittsmenü mal angucken. Hier sind die Meilensteine. Wird nochmal erklärt, ne? Das Wachstum in der Stadt. Wir sind hier bei winzigen Dorf und irgendwann sind wir bei der Megalopolis, hoffentlich. Kann auch mal schauen, wie weit der nächste entfernt ist. Ne? Man sieht hier die Erfahrungspunkte EP. Also das sieht man als nächstes dann. Und man schaltet halt mit jeder Sache was frei. Man kann auch schon ein bisschen hier gucken, was man dann irgendwann später freischaltet. Das brauchen wir aber noch gar nicht. Wir können jetzt mal gucken. Mit winzigem Dorf ein Entwicklungspunkt. Können wir halt Stadtdienstleistungen freischalten. Erweiterungsbewilligung. Können wir uns Kartenfelder zukaufen und eben Geld. Wir können uns jetzt auch 100.000 Credits leihen, falls wir das möchten. Kartenfelder sind freigeschaltet. Das Stadtbudget ist freigeschaltet. Das können wir uns gleich mal angucken. Wir haben ein neues Gebäude jetzt gerade bekommen. Ein Popmusikeranwesen. Die Terrasse dieses Hauses eignet sich perfekt für Partys, die der hier lebende Popstar gerne feiert. Wo ist denn das Let's Play-Anwesen? Das kommt auf die Insel direkt. Also, Stadtbudget können wir uns jetzt gleich angucken. Stadtstatistiken sind freigeschaltet. Reihenhäuser mit mittlerer Dichte, EU und Nordamerika. Wir haben neue Straßentypen freigeschaltet. Solche vierspurige Straßen mit Trennwand, fünfspurige asymmetrische, vierspurige Einbahnstraße, fünfspurige Einbahnstraße, eine Stadtbogenbrücke. So, neuer Entwicklungsbaum, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Klinik und Friedhof haben wir prinzipiell freigeschaltet, sowie Mülldeponie und Mülldeponie-Flächenwerkzeug. So, Errungenschaften sehen wir noch. Ne? Wir sind solche hier auf dem Weg, Einwohnerzahl von 100.000 zu erreichen. Da kann man dann Achievements und Errungenschaften freischalten. Und hier sieht man die Entwicklung. Wir können jetzt mal hier, wenn man auf eben draufklickt, Entwicklungsbaum. Das ist dann hier eine Entwicklung. Und da gibt es verschiedene Kategorien. Das kann man sich vorstellen, ja, wie so ein Forschungsbaum. Auch in vielen, was ich, Civilization oder anderen Spielen. Hier steht es nochmal, über Entwicklungsbäume kann man neue Dienstleistungsgebäude und andere Bauobjekte für die Stadt freischalten. Und das kann man mit diesen Entwicklungspunkten, die man halt hier beim Level Up bekommt. Hier wird es einen bekommen. Ja, und man muss dann Punkte ausgeben, um die Gebäude auch wirklich zu bekommen. Die sind jetzt prinzipiell freigeschaltet, die ersten. Aber dass ich auch selber bauen kann, muss ich halt dann noch Punkte investieren. Und das Coole ist, kann man gleich das nächste Mal zu Ende noch, dann sage ich was dazu. Jede Stadtdienstleistung hat ihren eigenen Entwicklungsbaum. Mal ein bisschen schauen. Ich mache hier kurz mal Pause. Kann man sich auf bestimmte Sachen konzentrieren, die am ehesten liegen. Also man kann hier solche Straßen, Strom, Wasser, Gesundheitsfürsorge und Müllverwaltung. Und dann hier Bildung, Feuerwehr, Polizei, Transport, Parks, Erholung, Kommunikation. Das kommt dann alles später. Und ich habe jetzt auch nur einen Punkt. Das sieht man hier unten rechts. Und dann muss ich mir schon überlegen, was ich mache. Das ist eine Verbrennungsanlage. Eine Müllverbrennung kostet 2 Punkte, kann ich mir eh nicht leisten. Und das Coole, im Gegensatz zu früher, wo man halt einfach über bestimmte Stufen, wenn man Größen erreicht hat und weiter fortgeschritten ist im Spiel, hat man automatisch immer Sachen freigeschaltet, kann man hier ein bisschen selber entscheiden, ob man in einem bestimmten Bereich besonders gut werden möchte. Meine, manche Sachen braucht man trotzdem immer. Ja, eine gute Feuerwehr, eine gute Polizei, also da muss man immer Punkte investieren.
Aber gerade die späteren Sachen kann man ein bisschen selber entscheiden, wie die eigene Stadt, wo da die Vorteile sind, wo man stark ist und wo man vielleicht seine Schwächen hat. Wir gucken nochmal, was wir hier haben. Kreisverkehre konnten wir jetzt noch freischalten. Gut erweiterter Straßendienst. Ja, was gibt's hier noch? Notstromaggregation. Gaskraftwerk. Oh, guck. Kostengünstig, kostet aber 2. Dann könnten wir uns vielleicht gleich das Kohlekraftwerk sparen. Für das kleine. Das ist auch kostengünstig. Vielleicht können wir aus dem Osten ein bisschen Gas beziehen. Ich habe noch nie gehört, dass es da irgendwie Probleme gibt. Von daher sollten wir es einfach machen. Eine Wasseraufbereitungsanlage, dass wir nicht unser schönes Flussdelta verschmutzen. Das wäre auch durchaus eine Option. Ein Krematorium, ein Krankenhaus. Oder Recycling. Ich spare mir den Punkt mal. Ich fände eine Wasseraufbereitungsanlage nicht schlecht. Ich fände ein Krankenhaus nicht schlecht. Und ich mag auch das Gaskraftwerk, obwohl so ein geothermales Kraftwerk wäre auch ein bisschen geil. Das ist ja natürlich sehr umweltfreundlich, ne? Wir behalten uns mal den einen Punkt gerade noch. So, wir haben ja. So, jetzt haben wir auch sofort eine neue Nachfrage. Wir können uns die zwei Sachen angucken, die jetzt freigeschaltet sind. Einmal, das ist natürlich ziemlich wichtig, die Finanzübersicht, ja, für unsere Stadt. Wir haben ein Budget und dann sieht man hier, wie läuft es eigentlich in der Stadt? Was sind die Ausnahmen, was sind die Ausgaben, was ist die Monatsbilanz und wie ist unser Endergebnis? Hier klar, Einkünfte. 37.000 Einkünfte, das ist doch nett. Wir verdienen 11.000 an Steuern, Dienstleistungsgebühren. Ne, das ist, wenn die unsere Sachen in Anspruch nehmen. Wir haben Handel von Dienstleistungen, wenn wir irgendwelche Dienstleistungen erbringen und die in andere Städte exportieren, das geht auch. Und staatliche Zuschüsse, das ist ja nett. Und wir haben Ausgaben. Dienstleistungserhaltungskosten. Ja. Wir verkaufen unsere Dienstleistungen für 2.000 und bezahlen aber 36.000. Gebäudewartung und alles. Uff. Handel von Dienstleistungen. Wir kaufen uns Dienstleistungen ein. Ich weiß gar nicht, ob da der Strom drunter fällt. Doch, da fällt der Strom drunter. Und Darlehenszinsen. Wir haben kein Darlehen. Wir verlieren 6.000 im Monat. Haben wir auch 1 Million. Na, das geht noch. Ja, das geht hier gerade noch. Das ist die Monatsbilanz. Darlehen haben wir nicht. Der Rest mit Besteuerung, Dienstleistung, Produktion. Die fortgeschrittenen Sachen müssen wir erstmal freischalten. Wie gesagt, Darlehen kann man aufnehmen und dann muss man monatlich halt Zinsen bezahlen. Ne? Man sieht zum Beispiel, kann sowas einstellen, aber das braucht im Moment zum Glück nicht. Auch wenn wir leicht im Minus sind, aber nicht so sehr, dass wir ein Darlehen aufnehmen müssen. Das ist also hier. Man sieht auch mal an den grünen Punkten, wenn irgendwas neu dazugekommen ist. Zum Beispiel ist hier hinzugekommen Reihenhäuser mit mittlerer Dichte. Da wohnen dann mehr Leute auf engerem Gebiet. Ist dann vielleicht halt nicht ganz so schön, ne? Also, Ansichtssache. Es gibt auch einfach, es hat nicht nur mit schön und nicht schön zu tun, es hat auch damit zu tun, dass einfach unterschiedliche Leute unterschiedliche Anforderungen haben. Wie man hier gerade sieht, sind das ja alles so schön, so eher Richtung Einfamilienhäuser, vielleicht auch mal Zweifamilienhäuser und so. In meiner Stadt wohnen aber vielleicht auch Arbeiter oder Studenten oder einfach junge Leute, die dann eher in einer WG wohnen, in einer Mietwohnung. Die können sich halt nicht hier so ein schönes Haus am Meer oder am Fluss leisten, hier, wie der Typ hier, wer wohnt denn hier drin, in der Bismarckstraße 197? Da wohnt Familie Hofe. Zwei Leute, ich hab auch gedacht, da wohnen zwei Leute. Nee, da wohnt einer mit seinem Hund. Oh, ne. Also, kann man hier auch durchaus machen. Der hat jetzt nicht ganz so schön an der A50 vielleicht. Müssen wir mal gucken, vielleicht mit Schallschutzwänden da mal arbeiten später. Aber ich sag mal, so schlecht ist das jetzt auch nicht, ja. Also da wohnt Hofer, Familie Hofer, das ist beziehungsweise einer. Das ist, Berufsschüler. Ah! Erwachsene, okay, was ist da ein bisschen komisch? Ausgebildet, aber der ist noch Schüler, der, vielleicht eine Fortbildung. Aber dem geht's nicht schlecht. Ein reicher Schüler wohnt hier. Warum sehe ich denn den Namen nicht? Da oben, Aaron. Aaron Schulz wohnt bei Familie Hofer. Aber stimmt doch nicht, es ist so ein Haussitter. Wird das Haus irgendwie reichen und der passt nur auf das Haus auf? Da müssen wir aber was aufpassen, nicht, dass hier komische Sachen in unserer Stadt passieren, ehrlich gesagt. Dass das alles so Investitionsobjekte sind und da gar keine richtigen Leute wohnen. Man kennt das manchmal. Ja, also nicht, dass da meine Stadt, ja, das soll für meine Einwohner schön sein. Da habe ich ein bisschen Sorge gerade, dass da Quatsch passiert. Okay, Aaron Schulz wohnt als erwachsener Schüler, als reicher erwachsener Schüler bei Familie Hofer. Ich weiß nicht, irgendwas ist komisch. Aber er hat einen Hund. Und das ist einfach mal sympathisch, ein Haustier. Können wir das Haustier denn sehen? Das Haustier ist gerade drin. Schade. Aber wir sehen hier die Hundehütte. Ach, guck an.
Sehen wir, wie der Hund heißt? Ich kann das Schild nicht lesen. Aber ansonsten nicht so schlecht. Hier so ein kleinen. Das hat man eigentlich, wenn man eine Sauna hat. Das müsste eine Sauna sein, dass man sowas zum Abkühlen hat. Hier überdacht. Also prinzipiell nicht so schlecht. Kann man sich jetzt nicht beschweren. Aber wie gesagt, es wollen vielleicht auch nicht reiche Schüler in meiner Stadt wohnen. Da auf den Aaron Schulz habe ich ein Auge. Sonst erinnert mich dran. Da stimmt irgendwas nicht. Ich bin deiner Sache auf der Spur, glaube ich. So, was wollte ich machen? Ach genau, ich wollte dann hier eine Stadt, eine Straße bauen. Die vielleicht auch... So, die das hier ein bisschen abdeckt. Has anyone seen my keys? Keys. What? We're not here. Oh. Sorry about that. It's nothing important. Der redet im Radio auch manchmal nur Quatsch. Im Radio kommt aber auch viel Quatsch. Das ist auch sehr realistisch. Dann haben die Bedürfnis an mittlerer Dichte. Dann machen wir das doch gleich mal. I shouldn't have said that. If anyone finds them, please don't steal my car. I mean, the old Hornbuckle-Mobile, please. Oh, good. Genau, ich wollte gucken, warum. Wir können mal gucken, warum mittlere Dichte wichtig ist. Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen und Zufriedenheit. Ja, das sind halt Leute, die vielleicht nicht so reich sind, aber hier arbeiten wollen in der Stadt. Und die brauchen halt ein bisschen Wohngebiete mit mittlerer Dichte. Alles logisch, ne? Wie sieht es denn aus bei unserem Wasser? Wir pumpen. Aufwertung. Man kann Dienstleistungsroboter auch aufwerten. Das ist auch ganz cool. Früher hat man einfach mal mehr gebaut. Mehr Krankenhäuser, mehr Feuerwachen, mehr Polizeireviere. Aber jetzt kann man auch bestehende Gebäude mal aufwerten. Einen neuen Flügel hinzufügen. Irgendwas anderes. So, Erhöhung von Kapazitäten, genau. Und dann manche werden die größer, manche brauchen die mehr Platz. Man kann sich eine Aufwertung bauen halt, eine zusätzliche Pumpe einfach installieren an das Bestehende. Ich wollte eigentlich mal gucken, wie hier sind. Man kann das umbauen, verlagern, was ganz praktisch ist. Man muss das nicht abreißen und woanders neu aufbauen. Man kann das einfach verschieben. Kostet ein bisschen was. Aber trotzdem besser, als das neu zu machen. Hier arbeiten 4 von 4 Leute. Kostet 10.000 Credits im Monat. Ich wollte gucken, Nutzung 1%. Okay, also das hat noch ordentlich Kapazität. 109.000 Kubikmeter pro Monat. Und 1% wird davon genutzt. Das arbeitet auch mit 109% Kapazität. Oder Effizienz. Das hängt manchmal davon ab, wenn die Leute zufrieden sind, wenn die gut ausgebildet sind, ob der überhaupt nur einer arbeitet von 4. Eigentlich reicht es auch, wenn einer da arbeiten würde, hätte ich das Gefühl. Aber vielleicht sind es auch unterschiedliche Aufgaben. Weißt du, ein Buchhalter, ein Wachmann, ein Pumpexperte und ein Wasserchemiker. Und das heißt, natürlich müssen dann trotzdem 4 Leute arbeiten, weil die Jobs ändern können das halt nicht. Ne? Ist auch logisch. Man sieht schon, eventuell spielt es hier hohe Nachfrage, Industrienachfrage, Büronachfrage, das kommt alles noch. Muss aber kurz angucken, was sonst noch neu ist. Hier, die Straßen sind alle neu. Mit Trennwand kann das praktisch sein. Ne? Dann haben wir hier ganz neu Gesundheitsfürsorge. Krankenhaus zwar noch nicht, aber wir können was Kleines bauen. Schon mal. Man sieht auch dann hier übrigens, das kennt man auch schon, wie die Anbindung ist, wie die Verfügbarkeit ist und die Nachfrage sozusagen. Entschuldigung. Kliniken und Krankenhäuser. Kranke Bürger suchen zum Zweck der Behandlung selbst in den Kliniken auf, werden vom Krankenwagen abgeholt, falls sie sich im kritischen Zustand befinden. Man kann auch die wieder aufwerten und ausbauen. Man sieht hier, ne? Wenn ich irgendwas baue, sieht man, wie wirkt sich das auf die bestehende Stadt aus. Ne? Bauen Sie eine Klinik, wird von mir gewünscht. Das gleiche, wir können bis jetzt schon eine Mülldeponie bauen, Abfallwirtschaft, das baue ich dann auch eher hier hinten im Industriegebiet. Und mal gucken, was sonst noch neu ist. Landschaftsbau. Geh mal weg. Haben wir hier Bäume, die wir pflanzen können. Okay. Hier haben wir noch mehr Informationen. Stadtstatistiken, die gucken wir uns auch gleich nochmal an. Bei einer Mülldeponie kann man auch die Fläche drumherum bauen. Praktisch wie viel. Das kann man so zeichnen und so recht frei gestalten. Das ist ganz praktisch. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal, weil... Es wachsen. Wie viele Leute leben inzwischen in der Stadt? 167. Und plus 50 Leute pro Stunde kommen dazu. Das ist doch ganz nett. Das heißt, wir bauen uns eine Klinik. Den Rest haben wir noch nicht freigeschaltet. Und ein Bestattungsunternehmen.
Einen Friedhof können wir uns auch bauen. Wir fangen mal aber an. Erstmal, bevor wir uns um die Toten kümmern, kümmern wir uns um die Lebenden. Wir kümmern uns hier um diese Klinik, würde ich sagen. So, die bauen wir mal einigermaßen, wenn ich überlege, die Richtung der Auswahl, einigermaßen zentral. Ich würde sagen, die bauen wir hier hin. Was meint ihr dazu? Ich glaube, ihr findet das auch gut. Das heißt, ich baue die hier hin. Kostet 60.000. Es sind natürlich ein paar Sachen abgerissen, aber so ist es halt manchmal. Guck mal, die Leute sind zufrieden hier. Alle freuen sich. Völlig zu Recht. An der Farbe der Straße sieht man, die Anbindung ist auch bis in den letzten Winkel gerade noch okay. Es hat noch nicht viel los in der Stadt. Ne? So, wir haben 2 Todesfälle pro Monat. Wir sehen hier, die Gesundheitsverfügbarkeit ist super. Krematorium und Friedhof noch nicht so gut. Aber immer der Reihe nach. Wir haben gerade eine ganz neue Stadt. Ich gucke mir jetzt mal unseren neuen Arzt an, der hier vielleicht eingezogen ist. Der kann dann hier auch sich gleich ein Haus kaufen. Der hat ja Geld. Die reichen Schweine. Der kann dann gleich da hinten am Fluss wohnen. So. So ungemütliches Wetter gerade leider. Ja. Effizienz 99%. 12 Angestellte haben wir sofort. 0 von 100 Patienten. Wir haben 199 Einwohner oder 200 jetzt. Jetzt kann jeder Zweite sich hier direkt zum Arzt begeben. Okay. So. Ich glaube übrigens, es ist ein bisschen blöd, dass man das nicht einzeln trennen kann. Die Radio-Lautstärke ist die Musik. Die will ich manchmal gar nicht so laut. Aber dann hört man auch die Leute nicht. Ja, schon leise. Naja, das gucke ich mir nochmal an. Wird auch langsam dunkel. Dunkler. Abend. Wird es, dann sehen wir auch mal dann die Stadt am Abend und bei Nacht. Das sieht nochmal besonders schick aus. Ja, was wir noch eben machen können, wir können uns nochmal das Spezialgebäude angucken, was wir freigeschaltet haben. Diese einzigartigen Gebäude werden nach und nach mit dem Erreichen von Anforderungen für das jeweilige Gebäude freigeschaltet. Sobald sie freigeschaltet sind, können sie alle Spezialgebäude bauen. Der Bau eines Spezialgebäudes verschafft ihnen EP. Positive Effekte. Sie haben auch einen positiven Effekt auf das umliegende Gebiet. Diese Effekte und weitere Informationen werden angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger drüber bewegen. Spezialgebäude sind, je nach dem zugehörigen Zonengebiet, können jedoch in beliebigen Zonen auf der Karte platziert werden. Jedes Thema hat ein eigenes Set an Spezialgebieten. Gebäuden. So, das Popmusiker-Anwesen. Was können wir jetzt irgendwo hier platzieren? Den Popmusiker. Der hebt das Gelände doch bestimmt gleich so an. Weil so ein Popmusiker, vielleicht kommt der Popmusiker, kriegt seine eigene Insel. Was meint ihr dazu? Ist bestimmt so ein Superstar, der in unsere Stadt einzieht. So. Wie konnte ich denn jetzt nochmal Sachen rotieren? Wie ging das denn nochmal? Wenn ich das jetzt rotieren möchte. Ups, Escape gedrückt. Warum komme ich denn da nicht? Ist alles noch okay? Ich war irgendwie gerade kurz aus dem Spiel. Ne, sieht alles gut aus. Sieht alles gut aus. Sieht alles hervorragend aus. Guck mal kurz bei den Eingabesachen. Kamera links, rechts. Kameradrehung, reinzoomen, rauszoomen, Werkzeug ablegen. Planierraupe erhöhen. Tutorial, superschnelles Tempo. Auswahl hervorheben. Das ist der Editor. Das will ich nicht. Maus erweitert. Jetzt mit dem Höhenunterschied. Mach mal kurz Pause, mit denen ich die ganze Zeit zugucken müsste, wie ich das rausfinde und sage euch gleich Bescheid. Ach, hatte ich ganz vergessen. Man kann einfach mit der rechten Maustaste kann ich das so schön durch die Gegend kegeln. Also alles gar nicht so schwer. Okay, so jetzt bauen wir das auf die Insel. Das Anwesen von dem Rockstar. Das ist ein Popstar, kein Rockstar. Vielleicht lieber ein Rockstar als ein Popstar, oder? Na, weiß nicht. Die Rockstars sind, glaube ich, noch schlimmer. Okay, so wir gucken mal. Es wird auch gleich teuer. Es lohnt sich jetzt finanziell nicht so wirklich, aber ich bin manchmal so ein bisschen. So, braucht auch eine Straße. Sehe ich denn schon, wo die Straßenanbindung ist? Da nach vorne. Das heißt, wo will ich die Straße? Die lasse ich, glaube ich, hiervon abgehen, hier rüber. Das heißt, wir bauen die Straße mal hier so. So. Also, hat er nicht schlecht hier auf seiner kleinen Insel. Wir brauchen noch eine Straße. Probieren wir das mal. So. Der hat ja hier so eine Schotterstraße, ne? Oh, nicht so schlecht, der Herr Kollege.
Achso, das ist die Straße, die ich mit anbinden wollte. Wo führt denn die lang? Das ist eine Schnellstraße. Das ist ein bisschen krass, dass so diese Straße in meiner Stadt irgendwie... Oh, die Schnellstraße geht auch nur in eine Richtung. Eigentlich ist sie ein bisschen überdimensioniert fast. Naja, machen wir es nochmal weiter. Vierspurige Straße. Nachher habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen fast ein schlechtes Gewissen, warum ich hier so eine vierspurige Straße habe. Das wirkt im Nachhinein ein bisschen überdimensioniert, auch für hier. Was ist eine vierspurige Straße? Ich frage mich manchmal, wo sind da die vier Spuren? Dann fahren die nebeneinander. Das ist wahrscheinlich echt ein bisschen viel eigentlich. Wir wollen ja eigentlich weg ein bisschen von diesen überdimensionierten Autostraßen. Ne? Probieren wir es mal hier mit einer zweispurigen Straße. So, das ist ein bisschen... Nein, das sollte, der letzte Schritt sollte anders sein. Tut mir leid. Der sollte eher... Aber es ist auch eine andere Straße. Das sind irgendwie Schnellstraßen. Die haben auch andere Geschwindigkeit dann. Hier fahren die 100 und hier fahren die 40. Ich glaube, das ist nicht so gut, weil über die Schnellstraßen kommen die mit einem ganz anderen Tempo an. Naja, das muss ich anders machen, okay. Die haben ja auch keine... keine Zonen. Nee, nee, das ist was anderes. Wie ist eigentlich die Geschwindigkeit auf den Straßen? 50. Okay, das ist eine normale Stadtstraße. Dann, weil die will ich irgendwie schon verbinden. Dann machen wir jetzt hier mal so eine Abzweigung davon jetzt. Hä, ich mach gerade nur Quatsch. So soll das überhaupt nicht sein. So habe ich das nicht bestellt. Nochmal. So. So, dann biegt die mal hierhin ab. Dann machen wir einfach hier so einen Kreisel dann, wo die zusammenkommen. Vielleicht mache ich den besser vorher. Und dann verbinde ich die Straße damit. Das klingt doch ganz vernünftig. Das ist die falsche, das ist die richtige. Okay. Und dann kann der sein Anwesen nämlich jetzt hier auch verbinden. Ups. So. Okay. Das ist übrigens manchmal, das habe ich schon, das finde ich ein bisschen buggy, ehrlich gesagt. Das ist mir leider auch schon aufgefallen. Man sollte ja denken, dass dieses Gebäude jetzt super angebunden ist, ne? Aber ganz oft muss man irgendwie die Straße so davor langziehen. Ich weiß nicht genau warum. Damit das richtig als angebunden gilt. Das ist auch noch nicht ganz. Das ist ein bisschen nicht so schön. Ich verstehe nicht genau, warum das auf diese Art und Weise funktioniert. Was da überhaupt das Problem ist, genau. Das ist manchmal dieses System... Ja, bis jetzt gilt das als angebunden. Dabei kann ich dann jetzt das streckenweise so einzeln entfernen, so ein bisschen. Nee, dann ist nämlich wenig angebunden. Das ist einfach, ja, scheiße. Gucken, von wo bis wo. Geht das als angebunden? Ja, okay. Na gut. Ich will noch so ein kleinen Wendekreis. Was ist denn, wenn ich jetzt, ich probiere es nochmal, wenn ich die Ecke jetzt entferne? Geht nicht nur die Ecke. Na, dann lassen wir es jetzt. Okay, das Gebäude ist angebunden. Der Popstar. Wohnt auch schon jetzt ein Popstar drin, gefährlichst? Plus zwei Wohlbefinden im Kreis von 500 Meter. Tja, davon profitiert jetzt keiner, weil ich ihn auf die Insel gesetzt habe, weil ich so ein bisschen... Aber wir können so ein paar exklusive, eigentlich so ein kleines exklusives Wohngebiet hier noch rechts und links anbinden, wisst ihr? Wovon die profitieren, was dann extra teuer wird. Dann besteuere ich das, dass so eine Insel mit extra hohen Steuern... Das kommt noch. Wir brauchen ein bisschen mehr Industrie, sehe ich gerade schon wieder. Machen wir das mal. So.
Leave that to those poet chaps. Here's a tomb just for you, and I do hope it provides your aching spirit some must. So. Geringe Dichte. Was ich jetzt mal machen, was ich jetzt mal zeigen kann, das kann ich mal machen. Die verschiedenen Stile, wie sich das auswirkt. Erstmal würde ich hier, sehe ich gerade, ist das irgendwie so komisch halb bebaut. Das ist nicht gut. So, wir können ja mal den Unterschied anschauen zwischen dem nordamerikanischen Stil und dem europäischen Stil. Also jetzt mache ich mal ein paar Gebäude hier im nordamerikanischen Stil. Dann haben wir ein bisschen Abwechslung als auch optisch hier drin, was ja auch nicht so schlecht ist. Jetzt habe ich schon was abgerissen, weil das dann. Mal. Dann werden dann ja, ein bisschen unterschiedliche Stile. Kann man auch dann in einem Wohngebiet machen. Wartet auf Leichenwagen. Okay, da, ach, da wollen sie schon die ersten Sachen davon haben. Abbruchreif. Falsches. Und ein falsches. Aber ist ja auch. Ist überhaupt nicht falsch. Mal zurück zu. Okay. Soll nicht abgerissen werden. Ist alles okay. Oh, so alles ganz gut. Bisschen den Bedarf gestillt. Das können wir noch mal. Und noch ein bisschen mittlere Dichte gewollt. So. Dann führen wir das mal. Wie kann ich eigentlich jetzt zu einer bestehenden Straße das parallel machen? Das geht doch irgendwie. So mache ich zwei Straßen parallel, ist was ganz anderes. Kann ich nicht zu einer bestehenden irgendwie? Das geht, glaube ich, irgendwie auch. Kann ich das jetzt erstmal wieder wegmachen? Ja. An existierende Geometrie anrasten, 90 Grad Winkel, Gebäudekanten, das alles an auch. Was ich jetzt sagen kann, die als Vorbild nehmen, das geht, glaube ich, nicht so, wie ich das gerade möchte. Da muss ich mir die mal so genau so ausrichten, dass ich mir das gut vorstellen kann, dass das genau in so einem. Ein bisschen mittlere Dichte hier. Können wir auch mal die amerikanische mittlere Dichte nehmen. Was ist das jetzt hier für ein Feld? Oh, jetzt wird es schon dunkel. Im Dunkeln kann man ja nicht so gut bauen. So. So, auf einen Blick, ganz so krass lässt sich das manchmal nicht sehen, finde ich. Nehmen wir mal hier die, ich glaube, das ist nämlich europäische mittlere Dichte, nicht, dass dann die Häuser irgendwie abgerissen werden müssen, weil was nicht zusammenpasst oder so. Das auch nicht. Und weil es hier so laut ist, da können dann eher Geschäfte stehen, finde ich. Und vielleicht amerikanische Geschäfte. Das ist so ein bisschen mixen. Dann haben wir nochmal mittlere Dichte. Ach, das wollte ich noch machen, dass wir diesen kleinen Weg hier erschließen von der Herrenstraße. Dann nehmen wir mal eine kleine Straße, eine Gasse. Ist 2,6 Grad. Warum machst du das nicht einfach gerade? So, egal. Und dann machen wir hier einfach hier nochmal mittlere Dichte. Ja, dass es nicht unterschiedliche Sachen sind, weil sonst passiert da Quatsch. Okay. So, unsere Stadt bei Nacht.
Mal angucken, unser Industriegebiet. Ist nicht so gut durchgehend beleuchtet, ne? Mit den Straßen. Haben wir doch ein bisschen Abstand zwischen den Laternen. Die ist mit LEDs inzwischen nicht besser. Und warum regnet es bei uns eigentlich so viel? Ich war extra in so einem sonnigen Gebiet, in unserem Flussdelta. Da war es angefangen. Man kann Tag-Nacht-Wechsel auch ausstellen. Das kann ich jetzt machen, dann sehe ich ja den Tag. Ich fasse mal an, das sieht ganz nett aus. Ja, zum Planen und Bauen ist es manchmal nicht so ideal. Aber hier das, das Popmusiker-Anwesen, das sieht natürlich ja nachts nicht so schlecht aus. Das ist jetzt schon eine fette Party. Mit ihr hier so eine Pferdekoppel oder so. Das weiß ich nicht. Das ist so eine Taylor Swift mit drei Pferden oder wie. Vielleicht so ein bisschen was Wilderes vielleicht haben. Schauen wir mal. Was sieht denn noch ein bisschen nett aus hier? Ist ja nur zum Angucken. Hier am Wasser dann halt die Gebiete. Das Haus, ne, auch nicht so schlecht. Ich glaube, ich stelle mal wieder um. Für jetzt zum Bauen erstmal auf Tag, also den Tag-Nacht-Wechsel aus. Hier so ein Parkplatz, fällt noch ein bisschen auf. Wir haben ein bisschen Geschäfte. Road Garbage. Ist das ein Restaurant oder was? Gibt es da Roadkill? Road Garbage, nicht verkauft Fahrzeuge. Okay, ich dachte, wir kaufen überfahrene Tiere oder so. Wir haben eine Tankstelle. Können Sie mal ein bisschen unsere Stadt kurz umgucken. Dann schalte ich gleich mal wieder um. Was haben wir denn so? Das ist ganz cool, das ist ganz neu, dass man so ein bisschen, man sieht halt, dass es nicht echt ist. Also so, das Gefühl, man kann so ein bisschen in die Häuser reingucken. Das ist ganz witzig. Also, sieht man manchmal ein bisschen, was da drin vielleicht los ist. Das ist ganz nett gemacht. Unser Krankenhaus hier hinten mal anschauen. Das ist relativ ruhig. 0 von 100 Patienten, hätten es auch gar nicht bauen müssen. Unser Arzt, unser Krankenhaus hier in der Apfelstraße. Die haben mal einen chilligen Job, sage ich mal. Das sind 12 Leute, die arbeiten. Nichts zu tun. Können den ganzen Tag, weiß ich nicht, was spielen. City Skylines. Aber hier, man kann da so ein bisschen reingucken. Das ist schon nett. Das hat was, wenn man vorbei ist. Das ist schick gemacht. Ich glaube, sonst gibt es noch nichts Wichtiges anzugucken. Hier. Na, man hat ein bisschen die unterschiedlichen Gebäudetypen, was ganz nett ist. Das sieht ja richtig heimlich hier aus. Das ist eine mittlere Dichte. Aber mittlere Dichte finde ich jetzt überhaupt nicht so überlaufen. Heißt ja auch mittlere Dichte. Das sieht einfach nach so einem netten Wohnviertel aus, finde ich. Das hat was. Hier auch mit so kleinen Balkons und Terrassen davor. Das ist doch ganz nett. Haben es nicht so weit zur Tankstelle und zum Späti. Können sie auch am Wochenende oder später, spät abends nochmal ein bisschen Alk kaufen und dann zum Fluss gehen und sich dann natürlich hinsetzen. Vielleicht nicht bei Regen, aber so prinzipiell. Das ist halt die geringe Dichte. Muss man wirklich die Viertel nochmal angucken. Stehen eigentlich dabei, was das ist. Da wohnen natürlich jetzt verschiedene Leute. Man muss jetzt am Symbol erkennen, was das ist dann immer. Das ist Reihenhäuser mittlere Dichte EU. Aber dass ich das dann. Das ist alles EU. Das wirkt auch eher ein bisschen europäisch. Wollen wir dann nochmal später gucken, wo wir vielleicht amerikanischen mittleren Dichten haben? Nicht auch irgendwo hier angelegt? Oder wird das gar nicht unterschieden da oben? Das müssen wir demnächst nochmal beobachten. Das ist ja wirklich. Uns das anschauen, ob das anders aussieht oder wie das anders aussieht. So, eine Sache möchte ich in der Nacht noch machen, bevor ich gleich wieder auf den Tag schalte. Ich möchte noch ein bisschen hier. Der kommt hier mit seinem Wohnwagen, den möchte ich mal kurz ein bisschen verfolgen. Was macht denn der? Das ist Familie Arnold. Hatten die nicht die Familie Arnold schon? Obwohl der Jens Pohl fährt mit seinem Wohnwagen. Was macht denn der? Kommt er zurück nach Hause, fährt in den Urlaub? Der transportiert. Liefert der vielleicht den Wohnwagen? Gucken, wo der jetzt hinfährt. Die Wunde Bismarckstraße 253. 291, ist jetzt bald da. Ah, hier 253. Das muss doch hier sein. 53, ah, okay. Ah, na gut. Er hat den abgeladen, das denkt man jetzt mal. Wer ist denn das hier? Das ist der Jens Pohl, den haben wir gerade gesehen. Und das ist Moritz Pohl.
Moritz Pohl wohnt bei Familie Arnold. Irgendwas, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Oberhuber wohnen da, okay. Sonst ganz nett. Wir haben an der Straße geparkt. Ich will gerade mal gucken, haben den keinen. Das sieht auch aus, als könnte man hier vorne parken, oder? Und ist zweispurig und dann kann man. Ja, da wird auch zum Parken mitgedacht. Alleine deswegen sind vielleicht die zweispurigen Straßen ja nicht schlecht. Weil woanders, wo ich dann nur einspurige habe, wird es mit dem Parken vielleicht ein bisschen eng. Da muss ich das mal beobachten. Hier sind solche die Gassen, aber die haben dann eigene Parkplätze. Das ist ganz gut. Und wenn ich hier hinten, wir können mal kurz im Industriegebiet schauen. Da habe ich ja mich verirrt. Wo ist mein Industriegebiet? Bei Nacht kenne ich mich noch nicht so aus, aber in der Stadt ist es hier. Hier. Und hier sind auch alles noch die vierspurigen. Da habe ich in den Sachen noch gar nicht gebaut. Das probiere ich mal als nächstes. Dann schalten wir mal auf die Tagansicht. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr das zum Zugucken findet. Ob ich das immer anlassen soll, die Tag-Nacht-Sicht, immer auslassen oder ab und zu mal die Nacht an. Könnt ihr sagen, was euch besser gefällt. Und was ich gucken wollte, ist hier parken die auch. Oh, Fortschrittsmenü. Meilenstein Nummer 2, das wollte ich. Das ist natürlich auch gut. Also, ich wollte mal andere Straßen bauen und gucken, wie es sich mit den Parkplätzen verhält. Bei den eben nicht vierspurigen. Aber das ist natürlich jetzt wichtiger. Wir haben wie über 700.000 Tacken bekommen. 2 Fortschrittspunkte und 4, um unsere Karte zu erweitern. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Wir müssen jetzt mal die Karte vorbauen. Fortschrittsmenü. Wir haben jetzt plus 2 bekommen. Das heißt, wir haben insgesamt plus 3 eigentlich. Ne? Wir haben nochmal ein Darlehenslimit. Wir können jetzt besteuern. Das gucken wir uns gleich mal an. Wir haben Wohnhäuser mit mittlerer Dichte NA und EU. Hier nicht eben schon. Reihenhäuser hatten wir. Ah, okay. Andere, okay. Nochmal andere. Na klar. Bildung und Forschung, Grundschule und höhere Schule. Okay. Dann neuer Entwicklungsbaum. Und wir gucken uns, nicht vergessen, gleich die Besteuerung an. So, ich könnte jetzt das Gaskraftwerk bauen. Wenn ich draufklicke, wird es sofort freigeschaltet. Nee, ich kann das manchmal nicht gut gucken. Hier kann man jetzt hier nicht, das ist ein bisschen schade, dass ich sofort sehe, weil hier steht schon ein bisschen was, zum Beispiel hier steht ja, erhebliche Luftverschmutzung und so, moderate Schadstoffemissionen, aber es könnte noch ein bisschen, wie es wirklich bei den Gebäuden da steht, schon da sein. Hydroelektrisches Kraftwerk, Solarkraftwerk, Kohle- und Kernkraftwerk. Das ist die Frage, gehen wir in die Richtung oder gehen wir in die Richtung? Weißt du, wir gehen mal auf die umweltfreundliche Schiene. Wir machen erst das Notstromaggregat und dann können wir zum hydroelektrischen Kraftwerk. Das sollte eigentlich für uns gar nicht so schlecht sein, oder? Wir können alles machen hier. Hydro oder geothermal? Unterirdische Wärme. Habe ich eine unterirdische Wärme? Gucken wir mal kurz, ob ich das hier sehen könnte. Ich mache Pause. So, schauen wir mal. Akkuladung, Kernkraftwerke, Transformatoren. Sehe ich denn hier, ob ich Geothermalkraft habe? Nee, sehe ich nicht. Gibt es nämlich andere Informationen in der Richtung? Tourismus, Post, Transport. Es gibt schon noch eine Menge, die wir uns angucken können. Wasser und Abwasser, Verkehr. Landwert, natürliche Ressourcen, das sind auch noch alles, Büro. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich das finden kann, ehrlich gesagt. Nee, also da haben wir nichts. Dann machen wir, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Darauf kann ich ja noch nicht klicken, weil ich es nicht habe, aber würde man es dann wenigstens sehen, dass es wenigstens anzeigt, ob ich denn die Voraussetzung für Geothermie habe. Weil ich würde mal da denken, dass es sie gar nicht überall gibt, ne? Was ist das ja eigentlich? Warum ist denn hier so eine Straße mit Strom? Dass Geothermie gar nicht überall möglich ist. Der Nachteil ist, dass Bau und Erwartung relativ teuer sind. Der Prozess Traubhaus. Gasen in die Atmosphäre freisetzt. Dann will ich die, dann machen wir das, was wir eben gesehen haben. So, hier. Das heißt, ich schalte mir das hydroelektrische Kraftwerk frei.
Das gucken wir uns gleich mal an. So. Jetzt gehen wir hier nochmal auf Strom. Auf das hydroelektrische Kraftwerk. Und dann sehen wir ein bisschen, glaube ich, wo das jetzt gut funktioniert, wenn ich das richtig verstehe. Wie bauen wir denn ein hydroelektrisches Kraftwerk? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es jetzt feststellen. So. Ein Damm. Es muss erstmal einen Damm bauen. Ah, ich dachte, man kann das vielleicht einfach mit durchströmendem Wasser machen. Ein Damm bauen ist ja auch nicht immer ganz ohne. Hat das dann vielleicht negative Auswirkungen? Ich probiere es erstmal hier in der kleinen Stelle. Also wenn ich hier einen Damm baue, wie... Okay. Ich bin gespannt. Ah, so. Im Wasser. Muss das gleich, muss das nur im Wasser sein? Höhen zu gering, Entfernung zu gering, nicht an der Küste. Im Wasser. Nicht genügend Geld. Ach, das kostet was? Eins, okay. Scheiße. Alter, ist das teuer. Ich habe überhaupt nicht drauf gewartet. Da habe ich jetzt Punkte für ausgegeben. Toll, wäre so ein Gaskraftwerk gewesen. Ach du Scheiße. Weil das Kohlekraftwerk kostet halt 100.000. Ja, okay. Ich habe es freigeschaltet. Demnächst. Ja, 1,575 Millionen. Okay, so viel dazu. Lel. Wartet auf den Leichenwagen. Na dann. Dann sind sie deswegen unzufrieden. Ich merke gerade, dass ich ja ein bisschen Geld verdienen muss. Dann gibt es halt kein Krankenhaus, Leichenhaus bis jetzt erstmal. Meine Herren. Was sind das denn für... So mittendrin die Straße ändern mag ich nicht. Das heißt, wir führen mal die Straße hier durch. Ist das eine andere Straße? Die sieht viel dicker aus. Ah, ist nur so eine, okay. Dann führen wir die hier mal durch. Und sie wollen, eigentlich wollen sie alles. Die wollen halt alle in unsere Stadt. Verständlich. Das ist halt auch eine tolle Stadt. Was willst du machen? Mittlere Dichte. Wohnhäuser mit mittlerer Dichte. Reihenhäuser. Wir müssen ganz, ganz verschiedene Sachen bauen hier. Und dann... Die mittlere Dichte, das hat ziemlich nachgefragt. Wir können auch mal weitere Gebiete hier erschließen. Warum wird hier eigentlich nichts gebaut? Wer ist sich denn dazu fein, da zu wohnen? Weißt du was? Wenn ihr dann ihr reichen Schnösel da nicht wohnen wollt, dann kriegt ihr jetzt hier da Wohnhäuser mit mittlerer Dichte. Die wollen nämlich auch mal schön wohnen. So. Dann ziehen da hoffentlich bald welche ein. Industrie wird wieder nachgefragt. Aber es geht auch schon wieder zurück, sobald das hier aufgebaut wird. Das heißt, wir können uns hier durchaus mal wieder eine kleinere Straße gönnen. Sind das nicht schon die kleineren Straßen? In der Tat, das wird schon ein bisschen... 40, 40, das ist 50. Ist das hier die vierspurige Straße? Die davon abgeht. Die vierspurige Straße können wir hier mal weiterführen. Industrieviertel muss jetzt auch nicht optisch irgendwie so herausstechen. Dann will ich jetzt hier mal jetzt gibt es dann amerikanische Industrie. Na, bei Industrie gibt es keine verschiedenen Stile, okay. So, es ist hier kein Bedarf an mittlerer Wohndichte. Es gibt noch unbesetzte Gebäude. Ich will ja doch sehen, wie das hier entsteht. So, Gewerbeviertel entsteht auch gerade. Gewerbegebiete neue.
probiere das mal. Eine große Straße. Ziehen wir jetzt einfach mal hier rüber. Die soll parallel zu der da oben eigentlich sein. Das ist immer die Frage, wie ich dann wirklich sehe, dass die mal parallel ist. Ich versuche jetzt gerade ein bisschen das oben am Bildschirm auszurichten. Ich wollte das gerade bauen. Nochmal. Was ist jetzt los? Ist auch parallel, oder? Ja, ist echt schwierig einzuschätzen manchmal, finde ich. Good enough. So, jetzt haben wir hier so eine vierspurige. Und dann geht die hier runter. Mal gucken, ob der überlastet ist, wenn die dann praktisch mal da lang fahren müssen. Dann kann ich das auch noch hier hinten so ein bisschen verbinden. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass ich halt dann solche einen Bogen hier rumführe. Aber eigentlich sollte das passen. Wenn man einmal nicht aufpasst, ne? Die Leute wollen dann gleich wieder in die Stadt ziehen. So, ich mache das mal auf der linken und rechten Seite unterschiedlich jetzt. Das will ich jetzt mal machen. So, auf der, wir wollen niedrige Wohndichte. Da haben wir nicht so viel. Geringe Dichte haben wir nur die zwei Sachen. Dann machen wir einmal hier europäisch hier. Und auf der linken Seite nordamerikanisch. Gucken wir uns das gleich mal an. Ein bisschen Geschäfts. Das hasse ich, wenn das aber Geschäfte wird, das so ultra hell, dass ich überhaupt nicht mehr sehe, was ich überhaupt noch bauen kann. Vielleicht nicht das Ganze, sondern machen wir mal hier so. Und vielleicht hier, dann haben die noch ein paar Geschäfte in der Nähe. So, hier links waren wir bei nordamerikanisch, ne, glaube ich. So. Weisen wir es einfach einmal aus. Können sich ja bauen, wann sie wollen. So. Ist jetzt hier eigentlich mal eingezogen? Ah, noch nicht. Wird aber gebaut in der Bismarckstraße 70. Ich mich jedes Mal über die Bismarckstraße freue. Gibt es auch schon eine Straße von euch, die hier drin ist? Wohnt jemand von euch in der Schillerstraße? Oder in der Pappelstraße, in der Obststraße, in der Viktoriastraße, Herrenstraße haben wir hier noch. Und vielleicht von euch jemand hier schön. In der Fürstenstraße, in der 1. Auguststraße. Das ist jetzt nicht so schön, ne? Aber das ist halt manchmal. Das Wohnviertel wird ganz schön gebraucht. Das sollen wir jetzt mal nutzen. Eigentlich wollte ich das jetzt mal ein bisschen weiter ausbauen. Wir verlieren auch monatlich Geld, ne? Das ist das Problem, glaube ich. Wo es geht, ehrlich gesagt. Es geht. Denn natürlich dieses Krankenhaus zum Beispiel. Wie teuer ist denn das Krankenhaus? Kann ich das denn sehen irgendwie bei den Dienstleistungsgebühren? Stromgebühren, wir zahlen ja 12.000 im Monat für Strom jetzt. Ne? Das ist schon nicht ohne. Nee, die Leute zahlen 12.000. Wir zahlen 35.000. Was heißt, wir bezahlen 35.000 und die Leute nur 12.000? Oder wie? Oder ich weiß nicht genau. Subventionieren den Strom hier ganz schön. 35.000 im Monat. Da lohnt sich auch schon bald echt ein Stromkraftwerk.
Dienstleistungsunterhaltkosten, Wartung und Betrieb. Das ist halt, wir haben ja dieses eine Krankenhaus, weißt du, das habe ich vielleicht zu früh gebaut, aber das ist genauso wie die anderen Sachen, die beschweren sich dann ja auch immer, nicht genügend Kunden. Wenn es das nicht gibt, solche hier, was kostet mich, wie viel kostet mich das denn im Monat? 40.000 im Monat. Keine Patienten. Das ist Fump. Warte jetzt, bis sie sich beschweren. Habe ich schon gebaut? Wie sieht die Bilanz aus? Sieht die Bilanz nämlich gleich viel besser aus, wenn man das Krankenhaus zumacht. Ja? Ein echter Politiker bin ich hier. So einfach ist das manchmal. Wir haben eher ein Leichenwagenproblem. Das gucken wir uns gleich mal an. Und sollen die hinten im Garten vergraben? Ja. Naja, papadapap. Erstmal kümmern wir uns um den Popstar. Ja, auch ein bisschen Prioritäten setzen. So, die Idee wäre jetzt, dass wir hier noch ein bisschen was. Was bauen wir denn hier für die geringe Dichte? So Einfamilienhäuser, oder? Können wir ein bisschen probieren. Geringe Dichte. Wir können ja nicht hohe Dichte oder mittlere Dichte hinsetzen. Aber. So, ich würde. Eine schmale, nicht asphaltierte Straße, so die aus. So was ganz Chilliges halt. Fußgängerstraße nicht. Überleg gerade, ob ich. Nee. Aha, das so. Oh, das ist vielleicht nicht ganz so. Wollen wir den Stein mal nicht kaputt machen, der da so schön ist? Okay. So. Wenn das Muster da ist, sieht es natürlich nicht so schön aus. Die Gartengasse. So, da können jetzt hier ein paar Amis wohnen. So. Einmal komplett auf dem Gebiet. Hier so in dem Dreierbereich. Direkt da dran nicht. Und hier so in dem Bereich. Mal gucken, ob jemand einziehen möchte. Und da dann vielleicht. Probieren wir es mal, wie sieht das aus, wenn ich jetzt hier noch einen Weg baue. Das scheiße aus. Nicht so richtig ideal geworden. Das muss ich ein bisschen anders machen. Ah, jetzt hat er wieder keine Straße. Das ist so bescheuert. So. Ja, ja, Wasser. Dann haben die auch kein Wasser in der Pause hier. Chillt mal. Okay, das zählt. Dann kommt auf die eine Seite was. Ja, so ein bisschen. Ja, vielleicht nicht ganz. Mach das nochmal rückgängig. Musik ist recht entspannt. So. Okay. Und dann kommt hier auf die Seite. Schön europäisch. So, 1, 2, 3. Machen wir so mal 4. Gucken wir mal, wie das ist so. In diesem Bereich. Okay. Können ein paar Leute wohnen. Hier hat wieder Wasser und so. Gucken, wie es nachher auf der Insel aussieht. Das sind halt Freunde vom Popstar, die da wohnen. So. Wir brauchen Geschäfte. Weisen wir doch noch ein bisschen was anders zu. Dann weisen wir hier nochmal Geschäfte zu. Wenn es halt keiner einziehen möchte aktuell. Was ist der Platz? Was ist da denn? Das ist nämlich hier. Da ist irgendwas im Boden. Da ist was im Boden. In der Nähe von Industrie können eher ein paar Geschäfte sein. So.
Was haben wir denn alle? Hohe Miete. Die Mieter dieses Gebäudes haben Schwierigkeiten, das nötige Geld aufzubringen. Sie benötigen möglicherweise eine höhere Zonendichte oder andere Zonenzuweisung. Dann zieht halt um. Nicht genügend Kunden. Hohe Miete. Ja, die Preise steigen natürlich in so einer tollen Stadt wie bei mir. Das kennt man. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber so ist es halt. Es gibt noch was mit hohe, müsst ihr halt umziehen, mittlere Dichte. Die Straße führen wir gleich nochmal durch, dann ist automatisch das Gebiet getrennt. Würde ich sagen. Und dann können wir demnächst mal überlegen, was wir ein bisschen größere Projekte so stadtplanerisch wieder angehen. So. Was wollte ich machen? Mittlere Dichte, EU, können wir hier einmal bauen. Und hier können wir dann mittlere Dichte für die Amis bauen. Gucken wir bis hierhin erstmal. Gucken, was dabei rauskommt. Und dann nochmal geringe Dichte. Aber es wollen auch mal Leute mit geringer Dichte in meine Stadt. So ist ja auch nicht. Ja, auch nichts für. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Die sind ja da eingezogen. Warum sie jetzt plötzlich nicht mehr die Miete bezahlen können. Kann ja nichts dafür. Aber hier jetzt wird plötzlich auf den Krankenwagen gewartet. Ne? Schauen wir nochmal. Dass das auch mal so blöd angezeigt wird hier, als irgendwas kaputt. Ist halt an den Umspannkraftwerk, das ist gar nicht angeschlossen. Muss auch mal abreißen, oder? Hä, das ist nicht angeschlossen. Das ist an dem Umspannkraftwerk. Was ist, wenn ich das jetzt abreiße? Ist dann... Ne, ist okay. Sieht so komisch aus. Ich mag nicht, wenn das immer so leuchtet. Da hinten leuchten genug Sachen. Also einer kann man auf dem Krankenwagen anmachen. Für dich mache ich das Krankenhaus nicht an. Weißt du, wie viel mich das im Monat kostet? Bist du wahnsinnig? Das kostet mich 70.000 im Monat. Ich muss das mal ein bisschen... Wir wirtschaften uns jetzt gerade mal so ein kleines Plus. Die Stadt muss ja auch von irgendwas leben. Und der Bürgermeister. Das Bürgermeistergehalt ist nicht niedrig, ja? Da muss ja auch von irgendwas seinen Lebensunterhalt bestreiten. Können wir mit dieser kleinen Insel mal was machen später? Ich weiß es noch nicht. Und warum regnet es die ganze Zeit? Das ist nämlich die wahre Qual. Das läuft alles noch gut. 6%, das ist ja, da bin ich ja auf Jahre versorgt damit. Mal kurz Infos anschauen. War das andere mit Bodenschätzen? Natürlich Ressourcen, kann ich mir nicht angucken. Aber hier davon ist angezeigt. Das sind, glaube ich, Bodenschätze. Das ist natürlich hier mitten im Wohnungsviertel nicht so praktisch. Nicht im Ruhrpott, dass wir direkt daneben hier so eine Kohlemine aufmachen. Ganz so schlimm ist es noch nicht. Ja, ein paar Zonen zum Bebauen haben sie auch noch. Das erholt sich also immer da. Die Industrie wächst. Der Wind weht so schräg hier rüber. Also zu weit hier will ich nicht bauen, dann eher noch in der Richtung. Und eventuell müssten wir dann halt irgendwann mal unsere Karte in die Richtung erweitern. Ist ja auch schon was aufgebaut. Ist auch interessant. Was ist das hier eigentlich? Eine Scheune. Hier ist unser Bauernhof. Okay. Auch nett. Auch nett. Dann bauen wir das Industrieviertel erstmal weiter aus hier. Das wird nämlich auch gerade benötigt. Machen einfach so eine normale zweispurige Straße. Ja, können wir sogar noch ein bisschen weitermachen. Führen wir die noch ein bisschen in die Richtung. Bürgerzufriedenheit. Die Leute sind einfach zufrieden in meiner Stadt. Völlig zu Recht auch. Ist auch eine schöne Stadt. Und zack, Industrie. Baller raus, die Industrie. Guck, der mit dem Krankenwagen hat sich auch erledigt. Ist ein Leichenwagen draus geworden. So erledigen sich manchmal Probleme von alleine. Nein, ich glaube, das ist aus dem Leichen. Das Krankenwagen, der hat einfach. Soll sich halt noch nicht so anstellen. Er hat zwar Aspirin genommen und hat er gemerkt, ist alles gar nicht so schlimm. Aber man sieht schon ein bisschen die unterschiedlichen. So, was haben wir denn hier? Vielleicht, dass man sich nicht nochmal draufklicken kann. Da muss man immer selber nochmal gucken, was das genau ist. Wir haben hier bei der mittleren Dichte.
So, hier können wir mal genau nachgucken. Jetzt auch hier hatte ich das nochmal links und rechts nämlich unterschiedlich gemacht. Genau, das ist jetzt einmal niedrige Dichte Ami. Hier. Und niedrige Dichte EU. Wenn wir anschauen, wie der Unterschied ist. Also das ist niedrige Dichte EU. Okay, mit Solarkacheln auf dem Dach. Schöner Garten mit Bank. Hundehütte. Was haben die Amis hier? Ein Sandkasten. Ein Carport, einen großen. Das sieht schon anders aus. Diese Bauweise haben wir jetzt in Europa nicht so häufig. Gerade diese so auf diesen ohne Keller. Das ist ja in Deutschland und in Europa ist es ja ganz normal, dass man einen Keller hat. In den USA haben die ganz viele Häuser überhaupt keinen Keller. Wie hier. Das ist halt ganz anders gebaut. Das ist natürlich auch billiger und günstiger dann. Weil so ein Keller und Fundament anders zu bauen, kostet schon was. Aber ja. Ich will das mal ab und zu immer noch ein bisschen abwechselnd machen, so für Stadtbild auch, aber ich muss sagen, eigentlich gefällt mir die europäische Bauweise ein bisschen schöner. Habe ich so gesehen, dass das hier so ein Höhenunterschied ist in die Richtung, ist abgefahren. Das ist ja gar nicht so schlecht, wenn man manchmal hier dann so wohnt. Je nachdem, wo man da wohnt, hat man so eine ganz gute Aussicht mal auch. Wenn man so runterguckt, man ist ganz nett, eigentlich so terrassenmäßig. Wenn man hier nochmal die Apfelstraße ein bisschen mit mittlerer Dichte. Das ist doch ganz nett. Okay, das haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Das wollte ich ja mal, habe ich eigentlich gesagt, mit der Besteuerung. So, können wir mal kurz gucken. Im Reiter Besteuerung können Sie die Steuersätze ansehen und anpassen, sowie die daraus resultierten und erzielten Einkünfte oder Ausgaben in unterschiedlichen Zonentypen betrachten. Kann man es auch durchaus ein bisschen steuern. Sie können den Steuersatz der individuellen Zonentypen mit dem Schieberegler anpassen. Klappen Sie einen Zonentyp aus, um die Steuersätze auf der Basis individueller Bürger oder Ressourcenarten anzupassen. Mhm. Individueller Bürger? Kann ich in einzelnen Typen voll krass besteuern? Das Erhöhen oder Senken von Steuern kann, abhängig von Ihrer Situation, für Ihre Stadt Vorteile bringen. Wenn Sie einen negativen Steuersatz festlegen, leistet Ihre Stadt Zuschüsse. Diese können dazu genutzt werden, Bürger und Unternehmen in die Stadt zu locken. Unsere Industrie ein bisschen fördern. Schätzung. Hierbei handelt es sich um eine prognostizierte Schätzung der monatlichen Steuereinnahmen. 64, 4. Das Gewerbe bringt nur 4.000? Die haben natürlich, haben die auch Arbeitsplätze, noch wie Industrie, aber trotzdem. Was haben wir hier noch? Wer denn, hat denn irgendjemand Probleme hier? Ich habe noch keine gut ausgebildeten, die kommen alle noch. Wer sind die Leute, die hier Probleme mit ihrer Miete haben? Arme Leute. Ausgebildet. Sie sind nicht schlecht ausgebildet. Da wohnt ein Erwachsener. Schüler. Kein Beruf. Familie Meier zieht gerade ein. Familie Meier hat. Okay, vielleicht weil sie neu sind. Ist jetzt ungünstig. Wohlhabend. Wohlhabend wollen aber die Miete nicht bezahlen. Ich weiß nicht. Ist das so? Bescheiden, wohlhabend. Es ist aber nicht nur, dass nur so eine Gruppe betroffen sind. Hier sind einige Wohlhabende, die ihre Miete nicht bezahlen können oder wollen. Oder Schwierigkeiten haben zumindest. Man weiß ja nicht. Was ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel das Gewerbe 15.000 mal auf 11%, zack. Kann man jetzt einzelne Industrien oder einzelne Gewerbe höher oder niedriger besteuern und die dann ins, da halt hindocken? Kann man zum Beispiel ja, die Möbelindustrie fördern, Elektronikindustrie oder so. Hängt dann wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab. Was steht hier rechts? Schnellerer Stufenaufstieg. Ja, nochmal so ein bisschen probiert. Geh mal zurück auf 10%. Aber man kann jetzt nicht verschiedene Dichten sozusagen besteuern. Ist ja manchmal ganz praktisch, eher anstatt die Ausbildung, weil... Na ja, gut, das wird dann halt das und wahrscheinlich das Einkommen besteuert und ja, je nachdem, wo sie dann arbeiten. Und dann haben wir noch die Industrie. Jetzt belassen wir es mal alles auf 10%. Oder wir wollen viel verdienen, damit wir unser Wasserkraftwerk bauen können.
Wir verdienen 30.000 im Monat bloß. Es könnten 33.000 sein. Mach's einfach mal auf 11%, ganz frech alles. Gleich 12. So. Guck, ob da mehr aufpoppt. Dann können wir uns nämlich auch bald einen Friedhof leisten. Es hat aber auch kein Problem mit fehlendem Krankenhaus und Krankenwagen, von daher. Dann ist es doch okay. Dann scheint es ja nicht so problematisch zu sein. Hier haben wir, glaube ich, noch niedrige Zonen frei und ausgewiesen. Das heißt, da könnten noch Leute wohnen und bauen und so. Das heißt, wir müssen sich da gar keine Sorgen machen. Isn't that going to be costly, Mr. Councilman? Well, quite frankly, yes. It is an additional expense, but the residents have come to expect a certain level of services, and we simply do not have the capacity to provide them within the city. Sounds like we're. Das heißt, ein Friedhof ist demnächst auch mal angesagt. Man könnte den Friedhof natürlich auf so einer Insel platzieren. Können die Leute mal rüber, um das zu besuchen? Wir können ja mal kurz gucken, wie der Friedhof aussieht von der Form. Er sieht aber zu groß aus, ich kenne den schon. Bestattung, Friedhöfe. Man kann verschiedene Sachen freischalten, ein Krematorium zum Beispiel. Und eben ein Friedhof, ja. Der passt nicht auf die Insel, ne? Schwierig. Im Wasser. So ein Unterwasserfriedhof, das wäre eigentlich auch so eine gute Touristenattraktion. Bürger besuchen Friedhöfe, weshalb diese einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der umliegenden Bewohner haben. Suchen Sie beim Bau Ihres Friedhofs nach einem guten Standort in der Nähe eines Wohngebiets, der eine gute Verkehrsanbindung hat. Die Zahl der Gräber eines Friedhofs ist begrenzt, weshalb Sie bei steigender Bevölkerungsanzahl mit großer Wahrscheinlichkeit zusätzliche Friedhöfe errichten müssen. Bauen Sie einen Friedhof. Dann bauen wir jetzt einen Friedhof. Und den bauen wir. Hier müssen wir noch nichts abreißen, die haben hier noch nichts gemacht. Ich muss ein paar Querstraßen hier noch heim. Obwohl, wurde ich ja eh anders. Das gucken wir jetzt mal kurz. Wir machen mal hier eine kleine Straße. Ne, nicht eine kleine Straße. Zweispurige Straße, so. Mal so. Den Friedhof, den bauen wir hier hin. Dass nicht abgerissen werden muss. Und dann haben wir auch gleich den Meilenstein Nummer 3 freigeschaltet. Kriegen 3 Punkte. 800.000 Tacken, dann können wir uns bald den Staudamm leisten. Yes! Mehr Budget. Dienstleistungsbudget. Können wir das machen? Oh, das ist gut. Ja, guck, dann kann ich nämlich, muss ich das Krankenhaus nicht abschalten, dann kann das ein bisschen niedriger budgetieren. Das ist ganz gut. Nutztierhaltung, Steinbergbau. Das heißt, wir können ein bisschen mit Industrie anfangen. Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizeiwache und 3 Punkte. Das gucke ich mir nachher gleich mal an. Wir sind jetzt ja mitten in was drin. So, überall werden die Toten abgeholt, das ist super. So. Ich habe diese Höhen, wenn ich es aus der. Ist ein bisschen abgefahren aus jetzt hier. Das ist mit den Höhenunterschieden nicht so im Blick, dass das hier so ein leicht ansteigendes, so sieht man das, Gelände ist. Und dann platziere ich da den, eigentlich mit den Terrassen so ganz cool, aber das mit dem Friedhof sieht ein bisschen weird aus jetzt, ehrlich gesagt. Naja, es ist, wie es ist. So, und jetzt können wir die einzelnen besteuern, können die Stadt, das habe ich auch, es gibt so viele Sachen, die man anschauen möchte. Budget, kann ich das jetzt einzeln anpassen? Dienstleistung, da. Okay. So, Wasser und Abwasser. Da kommen die Gebühren, die sie bezahlen müssen, 100% ist, glaube ich, ganz okay, das will ich nicht übertreiben, aber ich glaube, das Budget müssen wir nicht ganz so. Weil ja, das versaut übrigens hier langsam ein bisschen die Küste, ne? Mit eigentlich so schönes türkisgrünes Wasser am Strand und da wird schon rein gesifft. Naja, das machen wir später. Später kommt
Wir dürfen uns nicht den schönen, ne, das schöne Schlussdelta versauen. Wie ist denn die Kapazität? 11%, ich sag's euch hier. So, dann könnte man theoretisch ja das irgendwie runtersetzen. Ich weiß nicht, ob man es auf 11% setzen kann oder so, aber setzen wir es zum Beispiel mal auf, keine Ahnung, 20. Aus. Oh ne, 50 kann ich nur. Oh, nur 15.000. Das finde ich gut. So. Und wir könnten dann Gesundheitswesen. Das kostet 60.000. Gehört da jetzt das, der Friedhof mit dazu? Kostet der gleich so viel im Monat? 55.000. Der braucht einen Krankenhaus. So, wir machen das Krankenhaus mal wieder auf. So. Können wir mal kurz gucken. 58.000 plus. Jetzt machen wir das Krankenhaus mal wieder auf. Bzz. Geht nämlich gleich runter. Aber, da wir so ein großes Krankenhaus haben, wo die gar nicht alle... Ne, da das nutzen können. Der Leichenwagen kehrt auch zurück. Dann setzen wir das Budget mal ein bisschen runter. Das darf ich bloß nicht später vergessen, das mal hochzusetzen, wenn wir es mal brauchen. Setzen wir es auch auf 50%. Das kostet 95.000. Na guck, das ist ein Riesenunterschied. Den Rest lassen wir nochmal da. Müll ist interessant, dass es da noch keine Probleme gibt. Kommt wahrscheinlich auch noch, die Müllverwaltung. Wie krass hier manchmal die Höhenunterschiede hier an der Stelle sind, wenn sie es da bauen. So, was wollte ich gucken? Ich wollte hier gucken, genau. Fahrzeuge in Wartung müssen erstmal, die waren sozusagen außer Betrieb, müssen erstmal wieder die Reifen aufgepumpt werden. Dann können sie die Leute abholen. Dienstleistungsbudget, minus 75%. Da sage ich, okay. Das kann auf eine Viertelkapazität laufen. Und, ups, jetzt habe ich was Falsches gedrückt. Ist das Spiel noch richtig da? Okay, Entschuldigung. Das wollte ich gucken. Wenn das auf 25% Kapazität läuft, oder Effizienz, ist der trotzdem noch völlig okay. Das heißt, das ist übrigens dann nicht, das ist dann nicht direkt proportional. Das heißt dann nicht, das Budget um 50% kürze, sinkt die Effizienz ist das um 75%. Also, das muss man ein bisschen im Blick behalten. Aber wenn ich jetzt eh nicht mehr brauche, ne, das kann noch mal sich verdoppeln, bevor ich da wieder was investieren muss. Und dann heißt, wir sind gut im Plus mit der Monatsbilanz. Das muss man schon im Auge behalten. Das ist ja auch für alle wichtig. Kann ich vielleicht auch mal für die Deppen die Steuern senken? Irgendwann. Schauen wir mal, vielleicht senke ich mal bald die Steuern für die Bürger, die hier ihre Miete nicht bezahlen können. Ich bin einfach zu nett, ich sag's euch. Und wir brauchen bald mal ein neues Map-Stück. Dann können wir nämlich diesen Teil der Insel noch erschließen. Lohnt es sich, das zu erschließen, oder machen wir das nur zu so einem Freizeitpark dann? Wenn ich ja noch eine Straße mitbaue, sieht es sofort scheiße aus mit zu viel. Was haben wir denn hier? Jetzt können wir mal gucken. Hier einmal amerikanische Einzel. Da sieht man wieder den Unterschied, ne? Das ist wirklich immer auf diesen, wie auf Stelzen gebaut, so ein bisschen. Und auch diese dünneren Wände. Das ist die amerikanische Art und Weise. Ohne Keller. Und dann gucken wir uns da drüben mal die europäische an. Oh, hier mit den Hunden spazieren, jetzt muss ich gleich mal gucken, das ist ja echt, das ist ja idyllisch. Und hier richtige, bisschen solidere Häuser. Die europäische Bauweise gefällt mir besser. Schöner Stein im Garten. Ich wollte nochmal hier rüber gucken. Folgen. Kann ich Bürgern folgen? Das ist Leonard Gutmann. Und das ist Ute Gutmann. Okay. Nicht beim Fremdgehen erwischt. Wie heißt der Hund? Löwenzahn. Und das ist aber ein netter Name. Ist auch schon ein bisschen älter, oder? Senior, ja. Schlecht ausgebildet und arm. Aber der wohnt hier, oder was? Also wenn arm, dann vielleicht sein verfügbares Einkommen ist, aber immer ehrlich gesagt. Wohnt der hier? Der wohnt in der Gartenstraße. Also, ich weiß ja nicht mit arm. Ich weiß nicht, wie das in dem Spiel manchmal definiert ist. Was hat denn der hier? Der hat... Die wohnt zu zweit. Mit einem Hund hier. Also, die Ehepaar Gutmann. Ich muss eigentlich ausschalten, dass es immer so Overlay ist. Manchmal ein bisschen. So, der chillt jetzt in seinem Garten. Die haben hier irgendwie so ein nettes Gartenhäuschen. Die setzt sich hier mit dem Hund hin.
Warum auch nicht? Ist ja auch nett. Wohnen zu zweit in dieser Butze. Das sind wie viele Quadratmeter? Ach, das sind schon so 70 Quadratmeter. Ja, nicht ganz. Also, aber für zwei Leute völlig okay. Sie haben hier noch eine Gartenlaube. Sie haben einen Swimmingpool. So eine Terrasse, wo sie auch grillen können. Sie haben direkt hier den Blick aufs Wasser am Fluss. Also ich sag mal, mit Ehepaar Gutmann, denen geht's nicht schlecht. Denen geht's wirklich nicht schlecht. Die kriegen jetzt auch noch ein paar Nachbarn. Das ist, weiß nicht. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. So. Die kriegen mal dann hier auch ein bisschen europäische Nachbarn. Jetzt nicht so, so. Hier hätten wir schon ausgebaut. Dann machen wir dieses kleine Feld hier mal noch. Das ist 3x3. Und so, vielleicht zieht da jemand ein. Was ist jetzt hier los? Achso, nix. Mal gucken, ob da nächstes jemand einzieht. Das ist jetzt niedrige Dichte, das ist nicht so gefragt. Deswegen dauert es vielleicht ein bisschen. Aber denen geht es schon gut hier. Mal gucken. Da müssen noch ein paar wohnen. Dann haben wir jetzt noch brauchen ein wenig Gewerbefläche. Die bauen wir, glaube ich, mal hier. Ist das eine große Straße hier? Nee, ist es gar nicht mal, ne? Ist nicht mal so eine große Straße. Nicht, dass das auf die Füße fällt. Moment, geht das alles noch ganz gut? So, und dann gibt es mal hier, wir brauchen dringend Gewerbeflächen. Die bauen wir da mal noch aus. Was ist das denn hier? Das sind irgendwelche. Das sind. Ja, das ist mir Industrie. Da muss ich mal gucken. Ich habe die Industrie jetzt ja freigeschaltet, manche. Dann könnte ich also theoretisch da was machen. Das ist halt mitten in meinem Wohngebiet, deswegen ist es nicht wirklich praktisch. Deswegen wird es eher nicht stattfinden, aber man könnte. Das können wir vielleicht jetzt angucken schon. Natürliche Ressourcen. Je nach Karte, auf der Sie Ihre Stadt bauen, sind verschiedene Arten von natürlichen Ressourcen verfügbar. Ressourcen werden in verschiedenen Farben auf der Karte markiert. Diese Gebiete können auf natürliche Ressourcen platziert werden, um von ihnen zu profitieren. Wählen Sie je nach verfügbaren Ressourcen die Art der Industrie aus. Spezialindustrie, jawohl. Fruchtbares Land. Das ist doch gar keins. Da hinten ist das. Da können wir. Okay, können wir Landwirtschaft betreiben? Da haben wir schon was anderes anscheinend. Was haben wir denn? Landwirtschaft, Erzvorkommen, Holz haben wir natürlich. Ölvorkommen haben wir. Also, wir haben schon einige Möglichkeiten. Wir können ja relativ viel. Können wir etwas frei entscheiden, was wir hier später machen. Und dann ist es das, was ich hier sehe. Hat überhaupt nichts. Was hier? Gewerbeeignung, Kunden. Das ist doch nicht das. Das ist doch irgendwas anderes. Was ist das? Das müsst ihr mir sagen. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, was das aussagt. Bodenverschmutzung ging. Ja, doch, ist doch. Ja, ich muss mit den Mieten was machen. Das machen wir als nächstes. Aber es ist ja nicht alles grün. Ist ja nicht so, als würde man sonst. Die Gewerbeeignung. Bla bla bla. Was ist das, die Kunden? Das ist dann die Straßenfarbe, ist eher das, ne?
Das ist, glaube ich, die Straßenfarbe und das ist das da drunter. Das heißt, hier ist viel, gibt's wenig Kunden irgendwie. Das kann auch nicht ganz stimmen. Ich verstehe nicht genau, wie das. Es könnte halt das oder das sein von der Farbe. Warum das so wäre, das erschließt sich mir nicht ganz. Hier haben wir die Industrie, die Farbe von der Straße wieder. Ist das? Dann gibt es natürlich noch Grundwasser. Das ist nämlich wichtig. Das Grundwasser ist hier blau, das verstehe ich. Was ich alles verstehe. Und die Pfeile sind von den vom Wetter, vom Wind. Und das irgendwie ist mit den Kunden. Irgendwas ist da mit den Kunden nicht gering. Warum sind da geringe Kunden hier? Das war auch schon vorher so. Das hat ja nichts mit den Bauwerken zu tun in der Nähe. Okay, wir müssen die Mieten senken. Also, oder lassen wir die. Besteuern wir die ein bisschen weniger, dass sie ein bisschen weniger Geld haben. Besteuerung. Obwohl die 100.000 bringen. Das ist halt schon. Ich mache das mal auf 8%. Boah, das ist. Ey, das ist Geld. Aber die können alle ihre Miete. Warum können die alle ihre Miete nicht zahlen? Das tut mir auch ein bisschen leid, so ist ja nicht. Weil die sind ja reich. Ihr reich. Oh, kein Geld. Zufrieden. Kann ich das nicht aus. Die sind ja auch zufrieden. Ich kann nicht dafür, wenn die ihr Geld irgendwie alle für das neue iPhone ausgeben und dann ihre Miete nicht bezahlen können. Vor allem die Sache ist die, wenn ich die Steuern senke, man hat eben gesehen, es sind Gebäude aufgewertet, die können ja verschiedene Stufen haben. Dann. Das ist ein bisschen fies. Dann werten die Gebäude auf, aber dann werden die Gebäude ja auch teurer, wenn die aufwerten. Und dass ich die Steuern gesenkt habe, und zwar ganz ordentlich. Also die Steuern waren vor. Das ist ein Drittel habe ich die Steuern gesenkt für die. Scheint aber dir nichts auszumachen. Da müsste doch jetzt mehr Geld übrig bleiben. Für die. Was machen die denn dann? Mit ihrem Geld, mal ganz ehrlich gesagt. Irgendwas stimmt da nicht mit denen, das sage ich euch. Direkt, das machen wir mal anders. Direkt um das. Um den Friedhof. Ein Gebäude stehen vor allem. Ah, okay. Da müssen wir uns mal sofort gucken. Ich wollte gerade ein bisschen noch Gebäude oder Sachen ausweisen und bis um den Friedhof drumherum bauen. Aber wir haben ein Problem: ein Gebäude steht in Flammen. Keine Sorge, Löschfahrzeuge sind bereits unterwegs. Ja, aber nicht von mir. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Stadt über die nötigen Dienstleistungen verfügt, ja. Achso. Wo kann ich mir die letzte Meldung nochmal angucken? Event-Tagebuch? Ja. Okay, ja. Unfälle, Stürme, Brände, alles, ja. Naturkatastrophen, Feierlichkeiten. Ich will das hier. Event-Tagebuch. Achso. Was bringt mir das Event-Tagebuch, wenn ich nicht draufklicken kann? Okay, schön, dass es ein Event-Tagebuch gibt, aber ich würde. Na gut, das hilft mir nichts. Schade. Können wir die Musik hören? Sehr schön. Tweeten die vielleicht, dass es gerade regnet? Dass es gerade brennt? Auch nicht. Wie komme ich jetzt dahin, wo es gerade gebrannt hat? Schnell. Gibt es da eine Möglichkeit? Die Leute sind zufrieden. Hohe Kriminalität auch. Da muss ich auch mal ein bisschen drauf achten. Also das ist auch was. Wir müssen Feuerwachen und Polizeireviere bauen. Wir müssen halt so finden, wo es brennt. Hier scheint es zu brennen. Das sieht aber fies aus. Ja, es brennt. Okay. Kommt dann aus der Nachbarstadt ein Fahrzeug oder was? Das heißt, wir bauen jetzt mal Verlassene. Die verlassen sofort ihr Gebäude, weil es hier brennt. Dann bauen wir mal eine Feuerwache. Okay. Die Feuerwehr und Rettungsdienst rückt im Brandfall und bei Unfällen aus. Verhindert, dass sich Brände ausbreiten. Ja, das brauchen wir mal. Und schützt Bürger vor Katastrophen. Außerdem suchen sie bei Katastrophen in eingestürzten Gebäuden nach Überlebenden. Brandbekämpfung. Brände beschädigen Gebäude und können schnell auf benachbarte Häuser übergreifen. Ups, wenn die Reaktionszeit von Feuerwehr und Rettungsdienst zu lang ist, die Chance auf abgebrannte Gebäude höher. Sorgen Sie dafür, dass die Straßen frei sind und genügend Löschfahrzeuge zur Verfügung stehen. Löschfahrzeuge?
Mehrere Brände ineinander löschen, ihr zur Basis zurückkehren. Feuerschaden. Gebäude, die beschädigt wurden, aber nicht eingeschützt sind, werden automatisch repariert. Eingeschützte Gebäude können sich auch manuell entfernen. Brandschutz. Die Wahrscheinlichkeit von Bränden hängt in der Stadt von der Brandgefahr ab. Ja, ups. Okay. Okay, wir brauchen eine Feuerwache. Meine Damen und Herren. Idealerweise natürlich an einer schnellen Straße hier. Was ist das? Ich baue hier eine schnelle Straße in die Richtung. Und da baue ich dann daran die Feuerwache. So, ich möchte jetzt. Wenn ich mal wüsste, dass man sich die Winkel hier mal anguckt. Er sagt 90%, das hilft natürlich nicht. Dass er die irgendwie da oben dran ausrichtet. Weil die Länge zeigt er jetzt oben an. Also ich kann das nicht erbauen, weil er irgendwie hier Probleme hat mit der Straße dann. Aber so geht's. So nicht, muss man da oben. Okay, so geht's. Die Sache ist die, dass man halt jetzt nicht, ne, nicht weiß, wie es im. Zu welcher Straße sind es 90% der oberen? Dann müsste es eigentlich so passen. Zu oberen sind es 90 Grad. So. Okay. Und dann bauen wir eine Feuerwache. Das ist das Falsche? Das ist eine Feuerwache. Groß ist die, gar nicht so groß. Gucken wir mal, wie die Anbindung ist. Alles grün, wenn ich die irgendwo hinsetze. Okay, das heißt, wir bauen die hier. Wir bauen die hier hin. Das soll nicht mit abgerissen werden. Ich versuche gerade so wenig Gebäude wie möglich abzureißen. Da geht es auch schnell ins Industrieviertel, das ist auch nicht so viel. In die Richtung wollen wir auch noch bauen. Dann machen wir das hier. So. Zack, Feuerwache. im Monat. Da hinten brennt, mal gucken, wie die da ausdrücken. Wird ein bisschen dauern, haben wir gerade angefangen. Aber werden die nicht gleich mit funktionierenden Löschfahrzeugen hier angeliefert, einsatzfähig? Müssten die erst geliefert werden, die Löschfahrzeuge? Sitzen da gemütlich drin, 8 Feuerwehrmänner und haben nichts zu tun. Die Kriminalität müssen wir uns mal kümmern demnächst. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Sorge hier. Ich schalte die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Guck mal, unsere Feuerwache aufwacht. Wir haben noch keine Fahrzeuge. Ich weiß auch nicht. Wir müssen es ja von alleine machen. Kann. Hier nicht noch Fahrzeuge. Ah, das Haus daneben brennt. Das neben auch. Okay, es wird scheiße. Danke, unterwegs zum Ziel. Okay, jetzt halten wir die Geschwindigkeit runter. Wo ist denn das? Das ist. Okay, das beobachten wir jetzt mal. Hat ein bisschen gedauert. Gib mir jetzt mal ein bisschen Gas. So, ihr wartet mal schön. Ich bin damit Blaulicht lang gefahren. Bisschen eng hier, aber passt schon. Okay, ich hoffe, der kann alle drei Brände hier löschen.
ganz schön laut. Wenn wir da rumstehen, hilft nichts. Das ist jetzt schon abgebrannt, das Haus. Die Frau beschwert. Wir können jetzt gerade nichts machen, weil es da keinen Fußweg gibt. Oder was ist das Problem? Warum? Okay, löschen das so. Da fehlt die Animation. Der guckt ganz interessiert. Findet sich das Sommer, der Hund auch nicht so richtig gefaced. Okay. Das ist ja komplett abgebrannt. Ach du Scheiß. Das reißen wir manuell ab, das ist nicht so viel. Das hatte ich schon bei Beta-Builds ein bisschen davor bemerkt, dass manche Sachen keine Animation mehr haben oder unter Umständen keine Animation mehr haben. Das scheint ja auch der Fall zu sein. Hätte ich ganz gerne die Feuerwehrmännchen gesehen. Schade. Übrigens hat es überhaupt nichts gebracht, dass ich die Steuern... Alter! Die Steuern für die runtergesetzt habe. Warte mal ganz kurz. So nicht. Ich habe die Steuern runtergesetzt. Trotzdem haben die kein Geld. Dann geben die ihr Geld anscheinend woanders aus. Dann kann ich auch nichts dafür. So, dann haben wir 12%. Das muss ich irgendwie anders lösen. Ich weiß noch nicht wie, weil das vielleicht irgendwie auch verschiedene Gruppen betrifft. Warum haben die Leute in meiner Stadt kein Geld für ihre... Sind denn die auf 25% noch okay? Auslastung? Ja. Selbst die hier beim Rockstar können sie es nicht mehr leisten. Rockstar, Popstar. Das sind auch die, das waren auch teilweise die neuen, glaube ich. Zumindest das Haus ist neu. Das hier war neu. Das ist aber, ja, das ist aber richtig schön hier. Weil wenn du das nach hinten offen hast, hier hast du... Noch so ein Zuber, hier hast du so eine Schaukel mit den Kindern. Die lassen es da richtig gut gehen. Und die können sie jetzt nicht mehr leisten hier, oder was? Die sieht eh schon nicht mehr so teuer aus, ehrlich gesagt, das hier. Wer wohnt denn hier? Elisabeth Heidmann ist unwohl, ist traurig. Okay, muss jetzt mal kurz gucken. Niedriges Wohlbefinden. Jetzt sind eher geneigt, Verbrechen zu begehen. Wir wollen ja nicht gleich übertreiben. Trinkwasser und Strom, Freizeitgestaltung, Wild. Weil die Miete zu teuer ist, ein bisschen frustriert, aber hat auch nur ein Smart. Alter Kind, ach, auch noch ein Kind. Du hast doch eh keine Miete. Also, du bist das ja nicht die Miete. Außerdem sind sie wieder wohlhabend. Ich weiß nicht. Die wollen alle ihre Miete nicht bezahlen. Ich glaube, das ist so ein Scam. Ehrlich gesagt. Die verarschen mich. Natürlich ist es ein bisschen unschön aus, so hohe Miete. Aber was können wir dann was anderes machen? Sie benötigen möglicherweise eine höhere Zonendichte oder eine andere Zonenzuweisung. Aber ich will ja nicht jetzt hier die neu zuweisen, dass was Neues gebaut wird. Das steht doch alles schon da. Hat ja auch schon Stufen erreicht und so. Das will ich nicht. Hohe Kriminalität. Wir kümmern uns als nächstes um die Kriminalität. Das ist eh wichtig. Was ich überlegt hatte, genau das machen wir noch. Dienstleistung. Erstmal. Weil das müsste eh ausreichen. Wir können mal kurz gucken. Man sieht doch, glaube ich, wenn ich da draufklicke. Nee, die Feuerwache ist hier. Und hier, muss ich das hier machen. Durchschnittliche Brandgefahr ist okay. Jetzt zeige ich mal ein neues Gebäude. Zeigt mir nicht das bestehende Gebäude an. Das ist ein bisschen blöd. Dass ich jetzt da sehe, wie die Abdeckung auf der Straße ist. Das könnte ein bisschen besser sein. Dass er mir hier zeigt, wenn ich das anklicke, ob die Abdeckung sich ändert bei der Effizienz oder so. Oder also mit diesen Farben auf der Straße. Egal, wir bauen jetzt hier eine Polizei. Ja, aber die Kriminalität... Immer noch bei minus 13, ist aber auch nicht so schlimm. Können wir ein bisschen ein paar Zonen ausweisen dann wieder. Weil Leute wollen ja trotzdem noch hier einziehen, wie man sieht. Streifenwagen machen das dann. Kriminalität sinkt. Okay. So, wir bauen eine Polizeiwache. 19.000 im Monat. 6 Streifenwagen. Das deckt auch alles noch ab. Ist alles völlig okay. So, wie groß ist die? Eine große Straße, würde ich sagen.
Hier ist ja so ein bisschen unsere Hauptverkehrsader, wo sich es dann durchaus auch lohnt. Da hinten auch. Vielleicht an der Stelle hier irgendwo. Also die ist nicht klein. Muss man auch ehrlich sagen. Gehen drei von solchen Sachen drauf. Drei so Wohnblocks. Wenn ich die rausschmeiße, die sagen eh die ganze Zeit, sie haben, können sich die Miete nicht leisten, aus welchen Gründen noch immer. Ich bin langsam so ein bisschen angepisst, deswegen, man merkt es. Das ist ein bisschen eine Frechheit, weil die schieben mir das in die Schuhe. Obwohl das ja alles völlig okay ist. Ein bisschen angefressen. Vielleicht hier hin. Glauben die ja dran. Hier, ihr zahlt eure Miete eh nicht. Ihr sagt immer, ihr habt kein Geld. Wenn ihr kein Geld habt, dann halt weg mit euch. Überlappende Objekte. Ach, die Straße überlappt sich auch, oder was? So. Da haben wir eine Polizeiwache. Da gab es jetzt nicht verschiedene Typen, oder? Die amerikanische Polizeiwache, die meine Bürger mal abknallen, oder die europäische Polizeiwache. Okay. Gehen auch gleich auf 14 Kriminalität. Es dauert bis natürlich, bis die Kriminalität jetzt in den Griff bekommen. Aber sie arbeiten dran, sagen wir mal. Sie arbeiten dran. Ich muss mal kurz umgucken, was bei der Polizei jetzt alles so da ist. Wir haben natürlich einige Parkplätze, wie die Einsatzfahrzeuge, da ihre Ausfahrt. Normale Parkplätze, auch für Rollstuhlfahrer, sehr vorbildlich. Auch hier barrierefrei der Eingang. Und an der Seite auch. Okay. Und sogar so einen kleinen Innenhof, einen abgeschlossenen. Dann hoffen wir mal, dass die hohe Kriminalität etwas sinkt. Effizienz natürlich auf 25% nur. Da kann ich jetzt ja vielleicht das Budget nochmal erhöhen. Wir machen 36.000 plus im Moment. Verkehrsunfall. Hilfe unterwegs. Kann ich gucken, wo das ist? Öffnen Sie Feuerwehr- und Rettungsdienst-Info-Ansicht. Gucken wir mal ganz kurz. Feuerwehr- und Rettungsdienst-Info-Ansicht. Brandgefahr. So, prinzipiell herrscht Brandgefahr in meiner Stadt. Durchschnittliche Brandgefahr ist aber gut. Oder so. Vielleicht muss ich das Budget doch nochmal erhöhen. Was zeigt er mir hier an? Feuerwehr. So, ja, danke. Die Dings zeigt ja nicht an die Polizeiwache hier mit dem Zeichen. Da sieht man das Löschfahrzeug. Und sehe ich denn auch, wo es gerade brennt auf dieser Anzeige? Oder ist das nur so allgemein ein bisschen? Ne, ist nur so allgemein. Gucken wir mal kurz, wo das hinfährt. Das Löschfahrzeug. Wo brennt es denn? Oh ne, es gab ein Feuer, einen Unfall. Aber auch da kann die Feuerwehr manchmal helfen. Ist die Polizei vielleicht auch schon vor Ort. Geben wir mal ein bisschen Gas. Muss jetzt mal wieder ein paar Gebiete ausweisen. Okay, wo ist denn der Unfall? Ist überhaupt nicht mal in der Stadt? Das ist halt überhaupt nichts damit zu... Das ist doch Betrug. Die haben irgendwie eingetragen, ja, wir machen eine Dienstreise. Die machen die Dienstreise da hinten in Las Vegas. Da gab es nur... Und warum ist das meine Zuständigkeit? Warte mal ganz kurz, was ist denn hier los? Hier gab es einen Verkehrsunfall. Der Typ ist mit seinem Auto stehen geblieben, weil er... Will er mich verarschen? Dem schreibe ich eine Rechnung. Der kriegt die Rechnung. Das ist ja... Und hier gab es auch noch einen Unfall. Zwei Unfälle. Das ist ja noch ein bisschen. Das gehört auch nicht zu mir. Das gehört ja wohl dem Bund. Die wollen ja nicht warten. Der hat ja irgendwie seinen Anhänger verloren. Weil der irgendeinen Scheiß gemacht hat. Es brennt da noch irgendwas. Die sind zusammengeschossen. Die Polizei ist schon da. Aber warum denn ich? Also. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Leute. Hohe Kriminalität sinkt.
Wir können das Budget mal ein bisschen erhöhen von der Polizei, kurzfristig zumindest mal. Oh Gott, das ist 57. Ach, 150% ist natürlich Quatsch. So, ach, meine Herren. Das ist auch 19.000 Unterschied. Und braucht's das denn der Polizei? So, jetzt kommen wir noch bei der Polizei rein. Ich möchte jetzt schauen, ob sie mehr Streifenwagen dann rausschicken, nämlich. 4 von 6. 100% Effizienz. Dann haben sie 5 von 6. Da fallen gleich noch welche raus. Okay. Das gucke ich mal, wenn ich jetzt. Da fallen gleich noch 3 raus. Wenn ich jetzt die Effizienz wieder mal runtersetze oder die Besteuerung. Ob sich. Wie das funktioniert. Verhaftete Verbrecher. Die machen ihr Streife halt. Bis die Kriminalität sinkt, dauert es natürlich ein bisschen. Wir können ja mal kurz zwischendurch etwas die Nachfrage befriedigen. Der Wind kommt von da. Ja, eine Straßenindustrie baue ich hier noch. Und dann muss ich echt mal mir was neues Land gönnen demnächst. So. Natürlich auch direkt bis dahin bauen. Ich wollte irgendwie, ich dachte, vielleicht macht er noch was, aber wenn ich das erweitere, geht das ja auch. Ist ja alles wurscht. So. Industrie, meine Damen und Herren. So. Na, da muss ich gucken, dann zieht das also schräg rüber. Also hier geht's gerade noch, dann zieht das halt so. Ah, schon ein bisschen grenzwertig. Hier die Straße geht noch die. Und wohnen wollen sie. Sie sagen, sie können ihre Miete nicht bezahlen, wollen aber alle da wohnen. Ne? Kriminalität geht runter. Weil die Streifenwagen da langfahren. Ich probiere es da mal aus, wenn ich jetzt dann die Besteuerung ein bisschen runtersetze, weil ich das Gefühl habe, dass die ein bisschen überdimensioniert ist für meine Stadt immer noch. Die wollen bloß alle kein Geld bezahlen. Die wissen halt auch nicht, dass das. Meine, was soll ich machen? Es kostet doch auch was, meine Damen und Herren. Die Dienstleistungen in der Stadt aufrechtzuerhalten. Da kann man doch nicht immer sich hinstellen und sagen, ja, die Miete ist zu teuer. Ja, die Miete ist zu teuer. Aber es kostet doch auch. Ich mache das doch nicht zum Spaß. Ist da auch mal jemand. Ich mache das doch nicht, um euch zu ärgern. Diese Ecke hier noch abreißen. Und dann können da nämlich Häuser entstehen, wo die Leute anscheinend eine Nachfrage haben. Wir bleiben mal ein bisschen bei EU, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Leute, das ist auch schöner. Die Leute sollen ja auch einen Keller haben. Direkt daneben bauen wir mal ein bisschen kleinere Häuser. Ist auch mal neben dem Friedhof ganz ruhig. Neben Friedhof wohnen ist eigentlich ziemlich geil. Gewerbegebiete brauchen wir demnächst auch mal wieder und dann können wir das hier nochmal dann hier dieses Küstengebiet erschließen. So, hier niedrige Dichte wird gleich gebaut. Und das wollen die Leute ja. Habe ich sie noch gar nicht erschlossen, das Gebiet? Ja, anscheinend noch nicht. So. Warum ist das denn nicht erschlossen hier? Das kann nicht. Das ist zu steil, oder was hier? Interessant. Das sieht man aber in dieser Sicht gar nicht so richtig, wenn man so von oben drauf guckt. Dann geht mir das manchmal. So. So, wenn ich jetzt nämlich noch auf die Polizeiwache schaue. Wo ist sie? Die ist hier. Oh, die haben 6 Streifenwagen. Wenn ich jetzt hier die Dienstleistung Polizei mal auf 50% setze. Ich setze einfach, wenn ich nicht selber auf 100 ziehen möchte oder was. Da gibt es noch mehr Sachen später. Werden wir sehen. So, gucken wir mal, ob dann gleich wieder welche zurückkommen. Fahrzeug in Wartung. Achso. Weil eben war es ja noch auf 100%.
Oder so. Zufriedenheit. In dieser Ansicht sehen Sie eine kurze Zusammenfassung aller Aspekte, die Ihren Bürgern. Nochmal Pause hier. In der aktuellen Stadt gefallen. Ach, lass mal weiterlaufen. Missfallen. Achten Sie besonders auf negative Faktoren. Neues Gebäude verfügbar. Corundum Condos. Ein moderner Klassiker, der ein Lächeln auf die Gesichter seiner Bewohner zaubert. Okay. Ein schönes neues Gebäude. Aber wir wollen uns gerade das angucken. Polizeiwache. Ach, hier kann ich das Zeug angucken dann. Okay. Was die so machen. Zufriedenheit. Vermögen, geräumiges Wohnen, hohe Kriminalität. Aber das ist jetzt gerade ein bisschen gesunken. Mal gucken, wie es auf dem Level läuft. Unzuverlässige Gesundheitsfürsorgeabdeckung. Minus 3. Hohe Steuern. Ah, pappelapapp. Reichhaltige Freizeit. Schlechte Bildungseinrichtungen. Jetzt sind die Leute recht zufrieden. Hier sind die ein bisschen mittelzufrieden. Parks und Attraktionen können wir demnächst mal ein bisschen hier bauen. Hier sind die sehr zufrieden. Denkt man gar nicht so, ne? Ich dachte, man ist die hier ein bisschen mehr, aber denen geht es hier richtig gut. Gefühlt. Brauchen noch ein bisschen mittlere Dichte. Ja, aber hohe Kriminalität. Mal gucken, ob wir das, wie sich das entwickelt jetzt mit 50% Budget und 25% Effizienz auch entsprechend. Ob das wieder steigt oder es bei minus 6 bleibt. Können wir noch ein bisschen laufen lassen und Pharmacy. Das läuft anscheinend ganz gut. Und mein Krankenhaus? 8 von 100, also Effizienz. Hier zwei Fahrzeuge in Wartung, aber es werden auch jetzt nicht so viele gebraucht. Ich glaube, das passt. Das Einzige, wo ich vielleicht wirklich schon bald wieder hochdrehen muss, Hardcopy Buchladen, ist wahrscheinlich die Polizeiwache, kann ich mir vorstellen. Dass das mit den Fahrzeugen aktiv und in Wartung und so, dass das zu wenig ist. Also ich lasse es ein bisschen laufen und gucke, wie die Kriminalität sich entwickelt. Oh, ich wollte gerade eigentlich noch ein paar Zonen ausweisen, braucht man aber gar nicht. Sieht alles ganz gut aus. Und solange wir nicht auch auf der ganzen Welt irgendwie was machen müssen, wollen wir verlassen. Jetzt zieht da nicht jetzt jemand Neues mal bald ein, also muss ich das abreißen. Aber das mit den Mieten ist auch weniger geworden. Jetzt hat es irgendwie bis. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich hier schnell. Ich meine, das ist ja nicht weit. Bitte mal, dass ihr da mal schnell seid. Ich habe aber auch schon in Cities Skyline 2 so vernünftige Animationen gesehen. Irgendwie. Ich weiß nicht, warum das. Okay, der fährt da mutig rein. Hör durch. Okay. Okay, der löscht das von innen. Mit dem Fahrzeug, okay. Something and all. Ja. Kommt die auch wieder raus? Oder? Muss ich mir Sorgen machen jetzt um die? Weil wir haben ja Kollegen hier direkt nebenan sonst. Mit drei aktiven, also drei Flöschfahrzeuge, die wir noch hätten. Anscheinend ein größeres Feuer, weil das, was die gelagert hatten in diesem Lagerhaus, something and all, scheint wie so ein. Okay. Kommt jetzt unbeschadet wieder raus. Ruckelt sogar ein kleines bisschen an der Stelle, wenn man so nah ranzoomt ans Feuer. Okay, die aktive Fahrzeuge 0 von 4. Ist mir jetzt ein Fahrzeug abgebrannt? Es war auch ein bisschen todesmutig, da reinzufahren. Es war ein Himmelfahrtskommando anscheinend. Okay. Press F for respect. Das ist, wenn ich F drücke. Wenn ich F drücke, zoome ich raus. Zoom raus for respect. Okay. Okay. Ja, schade. Ah, ungünstig. Naja. Sie starben im Dienst der Stadt. Finde ich cool. Achso, das mit der Kriminalität. Das beobachte ich jetzt einfach ein bisschen, ob sich das auf dem Level hält, ob das mehr oder weniger wird. Wie das ist.
Der Leichenwagen, 1 von 15 ist auch okay, ist Effizienz, aber es passt auch. Können wir noch ein bisschen verschönern mit Mausoleen und Tempeln und Urnenhallen. Okay, gucken wir uns später mal an. Ansonsten natürlich wieder ein bisschen Bedarf, ein bisschen was wird aber auch schon wieder bebaut von alleine, wie sich das gehört. Also alles wächst ein bisschen. Ich würde sagen, das ist auch ein schöner Start für unsere Stadt, für unser Gebiet, für unser Land vielleicht, St. Martinique. Für die nächste Folge werde ich mir ein bisschen was überlegen, was wir Konkretes machen, ob wir irgendwas Spezielles wollen. Ein Verbrechen begangen? Polizei ist schon unterwegs, okay. Ist ja ganz geil, wenn man noch so ein entweder auf dem Asphalt so ein so mit Kreide umrandeten Umriss sehen würde. Vielleicht wurde ich ein Rollstuhlfahrer umgebracht. Schon die Kreidezeichnung. Oder so eine Leiche oder so. Da haben sich ein paar witzige Sachen einfallen lassen, auch dass man die verfolgen kann. Dass Leute vielleicht dann so ein maskierter Typ wegläuft. Mal gucken. DLCs wird es ja noch Tausende geben. Also ich habe auf jeden Fall viel Spaß bei Cities Skylines 2 in der nächsten Folge. Ich will mal was überlegen, was wir dann angehen. Vielleicht ein bisschen öffentliche Verkehrsmittel auf jeden Fall, noch ein bisschen öffentliche Gebäude. Wir haben schon wieder fast das Level up. Ich habe auch noch 3 Punkte. Es gibt noch zu tun, den Damm bauen. Ich werde eine neue Map freischalten. Ich werde das mit dem Budget beobachten. Es gibt genug zu tun. Wir müssen mit der Mietkrise ein bisschen in den Griff bekommen. Das schafft ja nicht mal unsere Regierung. Also, es läuft alles nicht so schlecht. Es macht mir riesig Spaß. Ich merke schon, ich werde in Cities Skylines auch wieder viel Zeit verbringen. Ich habe auch noch ein paar Ideen, die ich machen möchte. Schreibt auch ihr gerne, wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt. Ach, was denn hier? Was ist denn hier für eine Massenkarambolage? Holy sh... Also, in der Stadt geht's rund. Wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt, was ich zeigen soll, was ich probieren soll, was ich bauen soll, schreibt das gerne allgemein. Ne? Sagt Bescheid und schaut wieder rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.